Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur nächsten Einheit Zivilprozessrecht. Wir hatten uns in der letzten Stunde angefangen zu befassen mit Beweisrecht und Beweismittel und sind da auch schon, sag ich mal, ein gutes Stück vorangekommen. Wir hatten zunächst mal die Rosenbergsche Formel wiederholt. Wir hatten gesagt, eine Beweislast oder die Beweislast liegt bei derjenigen Partei, die sich auf eine für sie günstige Norm beruft, hatten wir gesagt. Und wir hatten das Beweismaß besprochen. Wie war es nochmal, wenn ich eine Tatsache beweisen muss im Prozess? Wie viel Wahrscheinlichkeit muss ich dann zumindest in der Theorie liefern? Bitte? Ja, genau. Volle richterliche Überzeugung. Genauso ist es, ja. Volle richterliche Überzeugung. Völlig richtig. Ja, also eben nicht nur überwiegende Wahrscheinlichkeit, wie man das ja auch machen könnte, sondern bei uns braucht man in Deutschland tatsächlich volle richterliche Überzeugung. Da hatten wir gesagt, dass das natürlich ein hartes Brot ist für jemanden, der die Beweislast trägt und dass es Konstellationen gibt oder geben kann, in denen das natürlich schon ein bisschen unbillig wäre. Und deswegen hatten wir gesagt, hat man sich teilweise auf Seiten des Gesetzgebers, teilweise auf Seiten der Rechtsprechung einige Beweiserleichterungen überlegt, die natürlich nicht immer, aber in manchen Fällen Platz greifen können. Zunächst hatten wir kennengelernt, beziehungsweise das kannten Sie ja auch schon vorher, Beweislast, Umkehr und Vermutung. Es ist so, wenn Ihnen als beweisbelastete Partei eine Beweislastumkehr zugutekommt, wie beispielsweise 932.1 oder 280 Absatz 1 Satz 2 oder eine Vermutung wie zum Beispiel 477 Absatz 1, dann kehrt sich die Beweislast um und dann muss nunmehr die andere Partei den Vollbeweis des Gegenteils erbringen. Das war sozusagen die stärkste und günstigste Variante für die beweisbelastete Partei. Dann hatten wir als zweites, hatten wir kennengelernt, den Anscheinsbeweis. Beim Anscheinsbeweis, der auch tatsächliche Vermutung genannt wird, hatten wir gesagt, das ist etwas, was die Rechtsprechung herleitet aus der Typizität. Ja, also wenn nach einer bestimmten Lebenserfahrung, wenn da aus X, Y folgt, so in etwa. Ja, also wenn aus dem Vorliegen einer Tatsache X, Y folgt. Und da hatten wir gesehen, das ist beispielsweise bei diesen Straßenverkehrsfällen so. Ja, also wenn einer dem anderen hinten drauf fährt im normalen Verkehr, dann spricht ein Anscheinsbeweis für ein Verschulden des Auffahrenden beispielsweise. Und ich hatte Ihnen gesagt, Anscheinsbeweis und Beweislastumkehr unterscheiden sich primär dadurch, wie sie wieder zunichte gemacht werden können. Bei der Beweislastumkehr, wie gesagt, hatten wir gesagt, muss der Vollbeweis des Gegenteils erbracht werden. Also wenn Sie beispielsweise eine Sache kaufen und nach, ja, keine Ahnung, 8 Monaten zeigt sich ein Mangel, dann wird nach 477 Absatz 1 vermutet, dass die Sache mangelhaft war. Ja, das wird vermutet nach 477 Absatz 1. Und wenn sich der Unternehmerverkäufer jetzt wehren will gegen ihre Gewährleistungsansprüche, dann muss er den Vollbeweis dafür erbringen, dass die Tatsache bei Gefahrübergang mangelfrei war. Okay? Es reicht also nicht aus, dass er irgendwie sagt, naja, aber das könnte ja auch so und so und so passiert sein. Oder ja, der hat das ja mal fallen gelassen, das könnte ja auch bei dem Sturz entstanden sein oder irgendwie was, sondern er muss den Vollbeweis des Gegenteils erbringen. Beim Anscheinsbeweis ist es anders. Wie war das nochmal beim Anscheinsbeweis? Wie kann der erschüttert werden, der Anscheinsbeweis? Wie kann ein Anscheinsbeweis erschüttert werden? Bitte? Ganz genau, ja, indem man Tatsachen darlegt und beweist, aus denen sich die ernsthafte Möglichkeit eines atypischen Verlaufs ergibt. Wir hatten dann als Beispiel, hatten wir dieses Ding mit dem HIV, mit den HIV-infizierten Blutkonserven. Jemand kommt in ein Krankenhaus und ihm werden HIV-infizierte Blutkonserven verabreicht. Und jetzt will er Schadensersatzansprüche geltend machen gegen das Hospital. Und das Hospital sagt, oh ja, also das stimmt schon, ja, also wir haben dem HIV-infizierte Blutkonserven gegeben. Und natürlich ist das, sag ich mal, sehr wahrscheinlich, dass er sich auch da angesteckt hat. Aber sicher ist es nicht. Ja, und die Beweislast obliegt ja dem Kläger. Also soll der bitte mal schön beweisen, dass diese Infektion darauf zurückzuführen ist und dass er sich nicht das Virus irgendwie mal in den letzten paar Jahren woanders geholt hat. Und da haben wir gesagt, wenn wir jetzt zugunsten dieses Patienten einen Anscheinsbeweis einsetzen würden, dann wäre das zwar schon mal nicht schlecht, das Krankenhaus könnte diesen Anscheinsbeweis aber schon dadurch widerlegen oder dadurch erschüttern, indem es Tatsachen darlegt und beweist, aus denen sich die ernsthafte Möglichkeit eines atypischen Verlaufs ergibt, bedeutet, das Krankenhaus müsste nur Tatsachen darlegen und beweisen, aus denen sich ergibt, dass der Patient sich das Virus woanders geholt haben kann. Wenn also das Krankenhaus beispielsweise darlegen könnte, dass der Kläger irgendwie eine sexuelle Affäre mit einer Person gehabt hat, die nachweislich HIV-infiziert war, dann würde das reichen. Denn der kann sich das ja da geholt haben. Bei einer Beweislastumkehr haben wir gesagt, und eine Beweislastumkehr greift in diesem Fall nach 630 H Absatz 5, bei der Beweislastumkehr ist es viel schwerer für das Hospital. Da müsste das Hospital nämlich den Vollbeweis dafür erbringen, dass der Patient sich das Virus woanders geholt hat. Ja, also nicht nur haben kann, sondern hat. Das war der große Unterschied zwischen Beweislastumkehr und Anscheinsbeweis. Und wir waren dann stehen geblieben bei der sekundären Darlegungslast. Das ist auch nicht schlecht, wenn der Kläger das kriegt oder die beweisbelastete Partei das kriegt. Aber es ist die vergleichsweise schwächste Beweiserleichterung. Bei der sekundären Darlegungslast hatten wir gesagt, es ist so,
Da kommt es nicht zu einer Umkehr der Beweislast und da kommt es auch nicht zu einer Vermutung zugunsten der beweisbelasteten Partei, wie beim Anscheinsbeweis, die dann irgendwie erschüttert werden müsste oder sowas, sondern sekundäre Darlegungslast bedeutet, die nicht beweisbelastete Partei muss substantiierte Angaben machen, muss substantiiert vortragen, muss gewissermaßen aus der Deckung kommen und die Karten auf den Tisch legen. Und wir hatten als Beispiel diese Geschichte mit der Werklohnabrede. Wir hatten hier den Werkunternehmer K., der 150 Euro einklagt für eine Reparatur und vorträgt, man habe die Höhe der Vergütung nicht vereinbart. Ja, also der K. sagt, wir haben uns nicht auf einen konkreten Betrag geeinigt, deswegen möchte ich hier die Höhe der Vergütung abrechnen. Jetzt ist es aber so, dass 631 und 632 Absatz 2 Halbsatz 2 ist das Fehlen einer Vergütungsabrede Tatbestandsvoraussetzung für den Anspruch. Also ein Anspruch nach 631, 632 Absatz 2 Halbsatz 2 besteht eben nur, wenn eine Vergütungsabrede fehlt. Und weil das eine anspruchsbegründende Voraussetzung ist, trägt nach der Rosenbergschen Formel der Kläger, also sprich der Werkunternehmer K, hierfür die Beweislast. Jetzt ist es natürlich sehr schwierig für den Werkunternehmer K nachzuweisen, dass eine Vergütungsabrede fehlt. Ja, wie soll das funktionieren? Wie will er das denn bitte schön machen? Und deswegen greift hier die sogenannte sekundäre Darlegungslast zugunsten des K ein. Und das bedeutet, der B muss eine substantiierte Positivbehauptung aufstellen. Also B muss sagen, wir haben nicht 150 Euro vereinbart, sondern, schlag mich tot, 50. Ja, wir haben 50 Euro vereinbart. Und zwar ist es so gewesen, dass ich da in den Laden des K reingekommen bin und dann haben wir uns doch hierüber unterhalten und haben wir uns doch verhandelt und das war alles am Dienstag um 15 Uhr oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, und dann muss der nach wie vor beweisbelastete K beweisen, dass diese Angaben unzutreffend sind. Und wir hatten gesagt, sollte eine Partei ihrer sekundären Darlegungslast nicht nachkommen, also sollte jetzt zum Beispiel halt hier der B aus der Deckung nicht kommen und einfach nichts machen, ja, dann gilt analog 138 Absatz 3 die betreffende Tatsache als zugestanden. Sind Sie wieder à jour? Gut, wunderbar. Dann würde ich vorschlagen, machen wir direkt weiter mit unserem Beispiel 2, was Ihnen möglicherweise bekannt vorkommen könnte. Die BAG stellt Autos her und baut in bestimmte Fahrzeuge eine nach Artikel 5 Absatz 2 der Verordnung 715/2007 unzulässige Abschalteinrichtung ein, die den Schadstoffausstoß gegenüber dem normalen Fahrbetrieb reduziert, wenn sich das Fahrzeug auf einem Prüfstand befindet. K., der ein Auto dieses Typs bei V gekauft hat, verklagt B auf Schadensersatz und verlangt die Rückzahlung des Kaufpreises Zug um Zug gegen Übergabe und Übereignung des Fahrzeugs. B weist dies zurück. Man habe in den höheren Etagen des Unternehmens von der Abgasmanipulation nichts gewusst. Die Entscheidung für den Einsatz einer Manipulationssoftware müsste irgendwo auf einer unteren oder mittleren Unternehmensebene getroffen worden sein. Hat K gegen B einen Anspruch nach 826 BGB? Ja, wie Sie sehen, eine Originalentscheidung des Bundesgerichtshofs. Wie gesagt, es geht natürlich um die VW-Diesel-Affäre, das ist klar, die ist mittlerweile schon fast ein kleines bisschen in die Jahre gekommen und ist durch diese Thermofenster-Affäre, die natürlich nicht ganz so schlimm ist, bei weitem nicht, aber ich nenne es jetzt trotzdem einfach mal Thermofenster-Affäre oder Thermofenster-Skandal ersetzt worden. Hier in diesem Diesel-Skandal, da war das eben, wie gesagt, tatsächlich so, ne? Es stand fest, aus dem Unternehmen von B, ja, Klammer auf VW, Klammer zu, sind diese Autos rausgekommen, also diese Autos mit dieser eingebauten Abgasmanipulation, also eine Software. Das ist schon ganz schön clever, die merkt, wenn das Auto sich auf einem Prüfstand befindet, also wenn da Emissionen gemessen werden, dann werden die runtergefahren, sodass alle denken, aha, das ist ein super umweltfreundliches Auto. Und wenn das Auto dann wieder in den Straßenverkehr losgelassen wird, dann wird es wieder zu Dreckschleuder. Und die CO2-Emissionen werden natürlich nicht eingehalten. Und das Riesenproblem ist natürlich, man hat dann letztlich ein Auto gekauft, was die CO2-Grenzwerte nicht, oder hat auch die Stickoxid oder was weiß ich, Grenzwerte nicht, also die Emissionsgrenzwerte jedenfalls nicht einhält. Und dann geht man natürlich das Risiko ein als Fahrer, dass man da vielleicht irgendwann gar nicht mehr mitfahren darf. Kann sein, dass man nur von irgendwelchen Fahrverboten betroffen wird, dass es irgendwie heißt, ja, diese Dieselfahrzeuge, die dürfen hier in bestimmten Gegenden nicht mehr fahren. Kann aber auch natürlich theoretisch sein, dass einem die Zulassung entzogen wird, ne? Also dass das Auto gar nicht mehr weiterfahren darf. Auch möglich. So, und deswegen wollten natürlich hier logischerweise viele Käufer das Fahrzeug zurückgeben. Und es ist hier in dem Fall so, und so war es eben auch im Originalfall, hier wird nicht der Verkäufer verklagt, wohlgemerkt. Ne? Das wäre ja ein Gewährleistungsfall. Ja, jetzt mal Verjährung außen vor. Es wird nicht der Verkäufer verklagt, sondern es wird der Hersteller verklagt, direkt. Ne? Also der K, der Käufer K, geht hier nicht gegen den Verkäufer V vor, sondern gegen den Hersteller direkt. Und gefragt ist sie nach dem Anspruch nach 826 BGB, denn wir haben ja in Deutschland das Kuriose, aber es ist da das Problem, dass nach 823 Absatz 1 hier nicht vorgegangen werden kann. Warum nicht? Warum können wir mit 823.1 hier nicht kommen? Leider. Warum greift 823.1 hier nicht? Bitte. Ja.
Ja, genau. Genau, völlig richtig, genauso ist es. Ja. Also 823.1 setzt ja die Verletzung eines absoluten Rechts voraus und das haben wir hier nicht. Ja, insbesondere liegt keine Eigentumsverletzung vor, weil Sie richtig sagen, das Auto war ja schon so, als er es bekommen hat. Ja. Er hat nicht ein heiles Auto bekommen und dann ist nachher ein Dieb oder ein Räuber oder sonst was, wie es kleine Kinder nennen würden, nachts in die Garage eingedrungen und hat die Abgassoftware eingebaut, sondern das war ja von Anfang an so. Ne. Deswegen keine Eigentumsverletzung. Deswegen greift nur 826 BGB. So, und 826 BGB setzt natürlich voraus, wissen Sie ja, eine vorsätzliche, sittenwidrige Schädigung. Und welches Problem kriegen wir hier beim Vorsatz? Zunächst mal, wir haben es ja hier mit einer AG zu tun. Und wenn wir es mit einer AG zu tun haben, dann ist die ja sozusagen selbst nicht handlungsfähig, sondern wie handelt eine AG durch ihre, ja? Ja, durch die Organe, ganz genau, ja. Und bei diesen deliktischen Handlungen, welche Norm müssen Sie da als Zurechnungsnorm zitieren? Ja? Genau, 31 BGB. In dem Fall zwar analog, weil es ja nicht kein Verein ist, ne, aber wird auch auf die AG analog angewendet, also Paragraph 31 BGB. So, objektiv ist das alles kein Problem. Ja? Die Frage ist, wie ist es mit dem Vorsatz? Und jetzt beruft sich B darauf und sagt, naja, also in den höheren Etagen hat man gar nichts gewusst. Ja, das muss irgendwo getroffen worden sein, auf einer unteren oder mittleren Ebene muss diese Entscheidung getroffen sein. Wir oben wären nie auf so eine Idee gekommen, so eine Abgassoftware hier einzubauen. Was ist das Problem? Also kann man jetzt einfach hingehen und sagen, gut, dann rechnen wir das Wissen halt zu aus den unteren Unternehmensetagen? Ja, bitte? Das ist richtig. Also genau, also K muss beweisen, vollkommen richtig im Ausgangspunkt, K muss beweisen, dass B die Abgasmanipulation kannte. Jetzt ist B natürlich, wie gesagt, ist ja eine juristische Person, die kann ja sozusagen nichts kennen oder wissen, das ist ja ein Kunstgebilde. Die Frage ist, welches Wissen kann man jetzt der B zurechnen? Können wir hingehen und sagen, das wäre ja nicht fernliegend, können wir hingehen und sagen, naja, also selbst wenn wir den Vortrag von B nehmen, B sagt ja, also in den unteren oder mittleren Etagen hat man es gewusst, also irgendwer muss es ja gewusst haben, irgendwer muss es ja gemacht haben. Kann man jetzt hingehen und sagen, ja gut, dieses Wissen rechnen wir zu, der B? Das sind ja schließlich Mitarbeiter gewesen. Zwar nur auf den unteren oder mittleren Etagen, aber es waren ja Mitarbeiter. Können wir das zurechnen über Paragraph 31 oder sonst wie? Oder 166 analog, sonst wie irgendwie? Also fernliegend wäre das nicht. Wenn Sie im Gesellschaftsrecht schon Wissenszurechnung gemacht haben, dann wissen Sie, dass der BGH in bestimmten Konstellationen durchaus großzügig ist bei der Wissenszurechnung. Im Rahmen von 826 BGB ist der BGH allerdings gar nicht großzügig. Im Rahmen von 826 BGB, da sagt der BGH, man darf nicht mosaikmäßig Wissen zurechnen. Reicht nicht aus. Ja? Bei 826 BGB, da ist ein Unwerturteil mit drin, sagt der BGH, wenn ein Unwerturteil mit drin ist, dann ist tatsächlich Voraussetzung, dass ein verfassungsmäßig berufener Vertreter im Sinne von 31 BGB den objektiven und subjektiven Tatbestand erfüllt. Das heißt, es ist eben tatsächlich Voraussetzung, dass ein Repräsentant die Abgasmanipulation kannte. Und Repräsentant wird zwar vergleichsweise großzügig ausgelegt, aber das sind eben nicht Mitarbeiter auf einer unteren oder mittleren Unternehmensebene. Sondern das sind eben tatsächlich nur, ich sag mal, die hohen Tiere da Vorstand und ein bisschen was drunter, so ganz grob. Okay, also das heißt, es ist in der Tat so, wenn die Einlassung von B hier zuträfe und das Ganze sozusagen nur irgendwie unten oder in der Mitte bekannt gewesen wäre, dann würde B tatsächlich nicht haften. Kann man falsch finden, hat der BGH so entschieden. Wir müssen uns daran gar nicht abarbeiten, wenn auch nach dieser Auffassung der Tatbestand erfüllt ist. Denn, was würden Sie sagen? Also klar, die Beweislast liegt bei K, ist ja anspruchsbegründende Voraussetzung. K muss beweisen, dass ein Repräsentant die Abgasmanipulation kannte. So, natürlich ist klar, dass K das einfach so nicht beweisen kann. Der hat ja gar keinen Einblick in die internen Unternehmensstrukturen von B. Kann er natürlich nicht beweisen. Wie soll er das machen? Aber was würden Sie sagen? Bleiben wir bei diesem Ergebnis stehen. Sagen wir einfach, ja gut, wenn der K das nicht beweisen kann, dann haftet der B halt nicht. Tschüss. Was würden Sie meinen? Würden Sie ja, mal direkter gefragt, würden Sie ja eine Beweiserleichterung zugunsten von K eingreifen lassen? Und wenn ja, welche? Bitte? Also zugunsten von K greifen die Grundsätze der sekundären Darlegung. Also B müsste sozusagen aus der Deckung kommen. Hm? Ja, genau, völlig richtig. Also das, was wir quasi als Definition aufgeschrieben hatten bei der sekundären Darlegungslast, das greift hier natürlich allemal. Ne? Also es ist ja ganz klar, ist es ja so, der K ist ohne sein Verschulden zu weiterem Sachvortrag außerstande. Und umgekehrt, ja, ist es natürlich so, dass B
alle Tatsachen kennt und dass es natürlich B auch ohne weiteres zumutbar ist, näher zur Sache vorzutragen. Vollkommen richtig. Also, die Grundsätze der sekundären Darlegung, die müssen natürlich, ich sage jetzt einfach wirklich ganz hart, offensichtlich, auch wenn VW sehr viel Geld dafür ausgegeben hat, um die Gerichte davon zu überzeugen, dass diese Grundsätze gar nicht greifen dürfen, ja, die sekundäre Darlegungslast, würde ich meinen, greift mindestens, aber allerwenigstens. So, was würden Sie sagen, hat denn B dem Genüge getan? Hat B substantiiert vorgetragen? Hat B diese näheren Angaben gemacht? Oder nicht? Also genügt das, was B hier losgelassen hat? Genügt das dem, was die Grundsätze der sekundären Darlegungslast erfordern? Ist das ausreichend? Ja, selbstverständlich. Ja, also ich habe es nochmal geschrieben, nicht ansatzweise, das haben auch Gerichte völlig zutreffend so formuliert, nicht ansatzweise reicht das aus. Ja, das ist im Grunde, sage ich mal, extrem nah an pauschalem Bestreiten dran. Zu sagen, also das muss da irgendwo unten getroffen worden sein, wir haben keine Ahnung, ich sag mal, plumper geht's ja nicht. Ja, also was die hätten machen müssen, ja, die hätten, sage ich mal, ganz substantiiert hätten sie sagen müssen, pass mal auf, der ist dafür zuständig, der ist dafür zuständig, so sind unsere Unternehmensabläufe und weil der das macht und der das macht, konnten wir es nicht wissen, so in etwa. Okay, und das aber, das ist einfach ein ganz plumpes Mauern ist das und das reicht natürlich nicht aus. Deswegen nach den Grundsätzen der sekundären Darlegungslast führt das deshalb hierzu, dass die Kenntnis von der Abgasmanipulation analog 138 Absatz 3 als zugestanden gilt. Und damit ein Anspruch nach 826 BGB besteht. Ich selbst muss sagen, ich persönlich fände es total oder hätte es total plausibel gefunden, wenn man hier auch noch weitergegangen wäre und gesagt hätte, hier greift eine Beweislastumkehr zugunsten des Klägers. Hätte ich absolut plausibel gefunden. Warum denn nicht? Ja, also wenn, klar, wenn Sie jetzt irgendwie einen Fall haben, Sie haben jetzt ein Auto und das ist kaputt und es ist gar nicht klar, ob das von B kommt, dann muss natürlich K beweisen, dass B dieses Auto hergestellt hat, das ist ja klar. Aber wenn feststeht, ja, aus dem Stall von B ist dieses Pferd rausgekommen, ja, und wenn klar ist, das wurde hier 1:1, wurde das von B produziert und zusammengesetzt, ja, da würde ich mal sagen, ist es absolut gut und billig und gerecht, wenn man sagt, für irgendwelche, für das Verschulden bezüglich irgendwelcher Fehler trägt natürlich B die Beweislast, beziehungsweise für das fehlende Verschulden. Ja, also ein Käufer K kann ja per Definition ja niemals Einblicke haben in die Unternehmensstruktur, geht ja gar nicht, kann ja gar nicht gehen. Okay, deswegen hätte ich es also absolut plausibel gefunden, wenn man hier auch noch weitergegangen wäre und gesagt hätte, ja, das ist ein Fall der Beweislastumkehr. Wie gesagt, kam letztlich nicht drauf an, weil man kam ja auch mit der sekundären Darlegungslast zum Ziel, aber auch das hätte ich absolut in Ordnung gefunden. Und das zeigt natürlich auch ein bisschen, ehrlich gesagt, auch wenn man Ihnen das so beibringt, als seien das so drei völlig unterschiedliche Dinge, Beweislastumkehr, Anscheinsbeweis und sekundäre Darlegungslast, ehrlich gesagt sind die schon stark miteinander verwandt. Ich will nicht sagen, sie sind völlig austauschbar, aber sie sind in vielen Konstellationen sind sie austauschbar und häufig sind da mehrere Wege vertretbar. Also in der Klausur würde ich natürlich immer empfehlen, machen Sie hier die sekundäre Darlegungslast, auf jeden Fall, denn so hat es der BGH gemacht und so wird es auch in jeder Lösungsskizze drinstehen. Im Zweifel wird da gar nichts stehen von der Beweislastumkehr, deswegen verwirren Sie einfach niemanden, sondern schreiben Sie einfach sekundäre Darlegungslast, weil Sie es halt so gelernt haben. Aber nur damit Sie jetzt nicht irgendwie, wenn Sie jetzt zum Beispiel in sich drin, ja, ohne sich gemeldet zu haben, in sich drin gedacht haben, ja, vielleicht Beweislastumkehr, dann müssen Sie sich nicht doof vorkommen. Ja, sondern das wäre ganz genauso, wäre das vertretbar. Ja, also auch ein Anscheinsbeweis wäre in Ordnung. Man könnte absolut sagen, naja, also wenn so ein Ding da rauskommt, ja, mit so einer perfide programmierten Abschaltsoftware, dann spricht ein Erfahrungssatz dafür, dass die in der oberen Etage das wussten. Wäre auch absolut plausibel, ist ja auch so. Ja, es ist absolut unplausibel, dass jemand auf der unteren oder mittleren Unternehmensebene einfach mal so eine strategisch bedeutsame Entscheidung trifft. Das ist unplausibel. Ja, also auch Anscheinsbeweis wäre völlig vertretbar, völlig in Ordnung. Aber wie gesagt, Sie müssen sich daran nicht abarbeiten, weil Sie auch mit den Grundsätzen der sekundären Darlegungslast hier zum Ziel kommen. Fragen hierzu oder alles klar geworden? Gut, alles klar. Dann habe ich noch einen Fall für Sie, den wir so ein kleines bisschen gutachterlich lösen wollen, nicht nur in Stichpunkten, sondern gutachterlich lösen wollen. Und zwar ist das unser Fall 13, der ebenfalls beruht auf einer aktuellen BGH-Entscheidung. M hat ein Auto bei K gemietet. M ist jedoch, was K nicht weiß, ein professioneller Autodieb. Kurzerhand entschwindet M mit dem Auto und veräußert dieses an B, der M für den Eigentümer hält. Als B das Auto bei der Zulassungsstelle anmelden will, verweigert diese die Zulassung, weil der Wagen von K als gestohlen gemeldet worden war.
K verklagt B auf Herausgabe des Autos und trägt vor, B könne schon deshalb kein Eigentum erworben haben, weil er sich die Zulassungsbescheinigung Teil 2, den Kfz-Brief, nicht habe vorlegen lassen. B entgegnet, er habe sich zum einen den Kfz-Brief selbstverständlich vorlegen lassen, E solle erstmal das Gegenteil beweisen. Das muss K heißen, K solle erstmal das Gegenteil beweisen. Zum anderen sei dies ohnehin unerheblich, da M, was zutrifft, bei der Veräußerung jedenfalls im Besitz eines professionell und perfekt gefälschten Kfz-Briefs gewesen sei. Weitere Tatsachen trägt B trotz gerichtlichen Hinweises nicht vor. Ist die Klage des K begründet? Also, wir haben es letztlich mit einer relativ simplen, gutgläubigen Erwerbskonstellation zu tun. Ja, also der K ist Eigentümer eines Autos, das hat der M gemietet und M ist ein professioneller Autodieb. Und der M, der veräußert das jetzt an den Erwerber B, den späteren Besitzer B und Beklagten B. Und es ist streitig, das weiß man nicht genau, ob der B sich den Kfz-Brief hat vorlegen lassen von M. Das weiß man nicht ganz genau. Ja, das ist streitig. So, jetzt verlangt der K vom B Herausgabe und B beruft sich natürlich auf gutgläubigen Erwerb. Ja, der sagte, Quatsch, ja, habe ich gutgläubig erworben, Unsinn. Ja, und der K sagt, hast du nicht, denn du hast dir den Kfz-Brief nicht vorlegen lassen. Und B sagt, doch, habe ich doch. Beweist du mir nochmal das Gegenteil. Habe ich mir sehr wohl vorlegen lassen, den Kfz-Brief. Und zweiter Einwand, das B, der sagt, naja, selbst wenn ich ihn mir nicht habe vorlegen lassen, ist ja egal, weil der Veräußerer hätte ja einen gehabt. Einen perfekt gefälschten hätte der gehabt, der Veräußerer M. Und das heißt, selbst wenn es stimmen sollte, dass ich ihn mir nicht habe vorlegen lassen, ist egal, denn wenn ich ihn mir hätte vorlegen lassen, wäre ich ja gut, glaube ich, gewesen. Das sind die beiden Einwände. Gut, schauen wir mal. Wir beginnen mit der offensichtlichsten Anspruchsgrundlage, nämlich § 985 BGB. Voraussetzung dafür ist natürlich was? 985 BGB, das sollte bei Ihnen sitzen im vierten Semester. Voraussetzung für 985, bitte ja. Genau, also K, also K, K, B, Beklagter K und Kläger K und Beklagter B kommen auch durcheinander. Also, K müsste Eigentümer sein, B müsste Besitzer sein und B dürfte kein Recht zum Besitz haben. Also, K müsste Eigentümer sein. Das ist natürlich auch das Tatbestandsmerkmal, wo hier die Musik spielt. Also, K müsste Eigentümer sein. Ursprünglich war natürlich der K Eigentümer. Sie prüfen das, wissen Sie, chronologisch. Jedenfalls aus 1006 Absatz 2 ergibt sich, dass das ursprünglich K Eigentümer war. Hat denn möglicherweise der K sein Eigentum dadurch verloren, dass M, also dieser Mieter und Autodieb, das Auto an B veräußert hat. Zunächst mal, wie sieht's aus? Haben wir eine Übereignung von M an B nach 929 Satz 1? Was sind die drei Voraussetzungen für eine wirksame Übereignung nach 929 Satz 1? Bitte. Jawohl. Einigung, Übergabe und Verfügungsberechtigung, ganz genau. Einigung, natürlich, haben wir klar, ne? Übergabe haben wir natürlich auch, das ist kein großes Problem. Wie sieht es aus mit der Verfügungsberechtigung des Veräußerers M? Ja, die, genau, natürlich nicht. Ne? Der hatte das ja nur gemietet, ja, und ist dann anschließend damit abgefahren. Also der war natürlich offensichtlich nicht verfügungsberechtigt so. Und wenn der nicht verfügungsberechtigt war, dann scheidet auch eine Übereignung nach 929 Satz 1 aus. Wenn Sie zu dem Schluss gekommen sind bei 929 Satz 1, dass Einigung und Übergabe vorliegen, es aber an der Verfügungsberechtigung fehlt, dann prüfen Sie als nächstes immer was? Ja? Gutgläubiger Erwerb, logisch, ne? Ganz genau. Und Sie machen es so, wenn Sie bei 929 sind und Sie haben Einigung und Übergabe und es fehlt an der Verfügungsberechtigung, dann gucken Sie, ob ein gutgläubiger Erwerb nach 932 stattgefunden hat. Wenn Sie im Rahmen des 39 sind, also beim Besitzkonstitut, und Sie haben gesagt, Sie haben Einigung und Besitzkonstitut, es fehlt aber an der Verfügungsberechtigung, dann gucken Sie, in welche Norm? Genau, 933. Wenn Sie im 931 sind, wenn Sie also gesagt haben, wir haben eine Einigung und wir haben die Abtretung des Herausgabeanspruchs, aber es fehlt an der Verfügungsberechtigung, dann prüfen Sie einen gutgläubigen Erwerb nach welcher Vorschrift? Ja, 934, also einfach mal drei Nummern weiter. Wir haben es hier, sage ich mal, vergleichsweise gut, denn wir sind im Rahmen des, sage ich mal, weitgehend in den Griff zu kriegenden 932 BGB und deswegen gucken wir doch da einfach mal rein. Hat möglicherweise B Eigentum erworben nach 929, 932 BGB. Was sind die beiden Voraussetzungen für einen gutgläubigen Eigentumserwerb nach 932? Das muss Ihnen auch klar sein. Sollten Sie auch, würde ich mal sagen, nicht blättern oder überlegen müssen.
Sie kennen die Normen natürlich alle, aber was sind die beiden Voraussetzungen für einen gutgläubigen Eigentumserwerb? Nach 1932 BGB. Ja, bitte? Ja, mit dem Verkehrsgeschäft, das ist korrekt. Ne? Also ich lasse das weg mit dem Verkehrsgeschäft. Es ist so, wollen Sie mal kurz sagen, was der Sinn dieses Verkehrsgeschäfts ist? Was ist damit gemeint, wenn man sagt, man braucht ein Rechtsgeschäft als Verkehrsgeschäft? Was ist damit gemeint? Dass auf den beiden Seiten keine wirtschaftliche Identität sein darf, also es darf kein Gesichtsgeschäft zum Beispiel sein. Ja, ganz genau. Ja, ganz genau. Also es muss sozusagen, auf jeder Seite muss eine Person stehen, also auf der Erwerberseite muss eine Person stehen, die auch bei wirtschaftlicher Betrachtung nicht zugleich als Veräußerer angesehen werden kann. Natürlich ist ganz klar, wir brauchen sozusagen einen Veräußerungsvorgang. Dieser Veräußerungsvorgang ist nicht gegeben, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, innerhalb einer GmbH irgendwie was rumgeschoben wird. Ja? Ich würde allerdings, glaube ich, ist routinemäßig nicht dazu prüfen, weil das Erfordernis des Verkehrsgeschäfts ist im Grunde was sich jetzt aus dem Wortlaut des 1932 so nicht ergibt. Ja? Und die Konstellation, in der man das prüft und in der man dann natürlich völlig zu Recht zu dem Schluss kommt, dass kein gutgläubiger Erwerb vorliegt, das sind im Grunde, sage ich mal, so eine Art Rechtsmissbrauchskonstellation, würde ich sagen. Deswegen würde ich, glaube ich, das mit dem Verkehrsgeschäft, also wie gesagt, das ist ein bisschen Geschmackssache zugegebenermaßen, aber ich würde es mit dem Verkehrsgeschäft nur prüfen, wenn sich wirklich Anhaltspunkte dafür ergeben, dass im Einzelfall möglicherweise keins vorliegt. Aber hier gibt es keine Anhaltspunkte dafür. Deswegen also kein Abhandenkommen und Gutgläubigkeit. Also wir brauchen Gutgläubigkeit und kein Abhandenkommen. Beginnen wir kurz mit dem Abhandenkommen. War die Sache abhanden gekommen? 935.1.1. Abhandenkommen ist was? Abhandenkommen ist was? Das müssen Sie auch wirklich können. Das ist so eine der absoluten Basic-Definitionen im Sachenrecht. Da darf ich auch nicht nachsichtig sein mit Ihnen im vierten Semester. Abhandenkommen ist, ja? Ja, genau so ist es. Ja. Sie können sich das ganz einfach merken, unfreiwilliger Verlust des unmittelbaren Besitzes. Das ist alles. Ja. Unfreiwilliger Verlust des unmittelbaren Besitzes. So, hat hier der K seinen unmittelbaren Besitz unfreiwillig verloren? Ja. Natürlich, er hat die Sache vermietet. Ne. Also er hat die Sache freiwillig an den M herausgegeben. Okay, das ist der Witz beim gutgläubigen Erwerb, das ist der Witz vom 935.1.1. Warum gibt es den? Also warum hat man gesagt, naja, man braucht unfreiwilligen Besitzverlust für 935? Was ist sozusagen, was ist die Idee dahinter? Ja? Also, wenn die Person eine Sache freiwillig abgibt, dann hat sie, also trägt sie auch eine Verantwortung daran, dass genau. Ja, ganz genau, darum geht's. Ne? Also, wenn eine Person freiwillig eine Sache rausrückt, ja, freiwillig eine Sache an eine andere Person übergibt, dann ist dieser Person, also hier dem K, klar, dass jetzt eine andere Person im Besitz dieser Sache ist und deswegen den Rechtsschein des Besitzes zugunsten von sich beanspruchen kann. Ja, also wenn K das Auto aus der Hand gibt, dann wirkt er zurechenbar an einem Rechtsschein zu seinen Lasten mit. Und dann ist eben auch so der Gesetzgeber, und das ist plausibel, ist recht und billig gewissermaßen, ja, dass er in diesen Fällen auch einen gutgläubigen Erwerb zu seinen Lasten hinnehmen muss. Also, K hat das Auto dem M freiwillig überlassen, ja, und deswegen haben wir hier kein Abhandenkommen. Also da sind wir schon mal ganz gut mit bedient. So, wie sieht es aus mit der Gutgläubigkeit des B? B hat den Veräußerer M für den Eigentümer gehalten. Reicht das aus? Reicht das aus, dass B den M für den Eigentümer gehalten hat? Wie ist das normalerweise? Das haben Sie mit Sicherheit alles in der Sachenrechtsvorlesung gemacht. Bitte. Ja, also sagen Sie, bevor wir auf diese Beweislastschiene kommen, mit dem Guteglaube wird vermutet, wie ist das normalerweise, wenn Sie jetzt in einen Buchladen gehen zum Beispiel und Sie kaufen dann ein Buch, müssen Sie sich danach erkundigen, wo das Buch herkommt? Nein, natürlich nicht, genau. Also normalerweise, im Regelfall, hat der Erwerber an der beweglichen Sache keine Nachforschungsobliegenheiten. Völlig richtig. Wie ist es beim Erwerb von gebrauchten Kfz? Da muss sich der Erwerber. Genau so ist es. Ja, also beim Erwerb gebrauchter Kfz, da muss sich der Erwerber den Kfz-Brief vorlegen lassen, ansonsten ist er bösgläubig. Okay, also beim, wie gesagt, normalerweise, ja, da ist das so, normalerweise gibt es keine Nachforschungsobliegenheiten. Also wenn ich irgendwo ein Fahrrad kaufe oder ein Buch kaufe oder sonst irgendwie was, dann muss ich nicht sozusagen zurückverfolgen, wo kommt das her. Sondern da entstehen, also normalerweise entstehen Nachforschungsobliegenheiten nur unter besonderen Voraussetzungen. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, nachts um Mitternacht am Hauptbahnhof ein Fahrrad kaufe von jemandem, der mir das ganz spontan anbietet und es ist ein super teures Fahrrad und ich bekomme es zum super günstigen Preis, ja klar habe ich da Nachforschungsobliegenheiten. Aber nicht, weil ich sie immer hätte, sondern weil diese konkrete Verkaufssituation so verdächtig war. Beim
Erwerb von gebrauchten Kfz, da ist es wie gesagt anders. Da muss ich, egal ob die Verkaufssituation verdächtig ist oder nicht, muss ich Erkundigungen anstellen und zwar muss ich mir den Kfz-Brief vorlegen lassen. Ansonsten bin ich bösgläubig, so die ständige Rechtsprechung. Okay? So, das heißt, jetzt stellt sich, also wenn wir sagen, ja, der hätte sich den Kfz-Brief vorlegen lassen müssen, der Erwerber B, dann stellt sich natürlich die Frage, ja, wie ist es denn? Hat er sich denn den Kfz-Brief vorlegen lassen? Wie geht's weiter? Also wenn er sich den Kfz-Brief hat vorlegen lassen, dann ist alles gut. Ja? Dann war er gutgläubig und dann hat er gutgläubig Eigentum erworben und dann hat K keinen Anspruch nach 985. Welche Feststellung müssen wir als nächstes treffen? Wir fragen uns, hat er sich den Kfz-Brief vorlegen lassen? Ja, wollen Sie? Ja, genau. Tatsache ist ja streitig. Ne? Also der K sagt, du hast ihn dir gar nicht zeigen lassen. Der B sagt, doch habe ich, beweist mal das Gegenteil. Na, also die Tatsache ist zwischen K und B streitig. Und deswegen, völlig richtig, müssen wir in der Tat hier in der Klausur eine Beweislastentscheidung treffen. Und bei der Beweislastentscheidung müssen wir uns natürlich die Frage stellen, ja, wer trägt denn die Beweislast? So, wie ist das mit der Beweislast für die Gutgläubigkeit normalerweise? Wie ist das mit der Beweislast für die Gutgläubigkeit? Also B sagt ja hier, ich war gutgläubig und K sagt, du warst bösgläubig. Muss B jetzt im Grundsatz, ne, muss B beweisen, dass er gutgläubig war oder muss K beweisen, dass B bösgläubig war? Wie ist es? Das hatten wir auch schon in der letzten Stunde. Bitte. Genau, woraus ergibt sich das, dass der gute Glaube vermutet wird? Ja, also 932, genau, in 932.1, da finden Sie diese S, da wird es auch nochmal konkretisiert, aber in 932.1 finden Sie diese Es-sei-denn-Formulierung. Ne? Also es sei denn, dass er nicht in gutem Glauben ist. Ne? Und aus dieser Es-sei-denn-Formulierung ergibt sich ja im Grundsatz, Gutgläubigkeit wird im Zweifel vermutet. Das heißt, danach, wenn wir sagen würden, wir gehen einfach streng nach 932 Absatz 2, dann kämen wir zu dem Ergebnis, dass wer was beweisen müsste, wenn Gutgläubigkeit vermutet wird. Dann kämen wir zu welchem Ergebnis? Ja. Genau, K müsste beweisen, dass B bösgläubig ist und deswegen müsste K auch beweisen, dass B sich den Kfz-Brief nicht hat vorlegen lassen. So, es gibt jetzt eine Auffassung, im Münchner Kommentar beispielsweise wird die vertreten von Herrn Oechsler. Der hat gesagt, er würde trotz dieser Verteilung in 932.2 dazu raten, die Beweislast hier dem Erwerber aufzuerlegen. Was würde dafür sprechen, dass jetzt mal, wie gesagt, auch wenn man 932.2 mal außer Acht lässt, was würde dafür sprechen, die Beweislast hier dem Erwerber aufzuerlegen? Also was würde dafür sprechen, zu sagen, B muss beweisen, dass er sich den Kfz-Brief hat vorlegen lassen? Ganz pragmatisch gedacht zunächst mal, ja? Genau, völlig richtig. Ja, ganz pragmatisch gedacht, der K ist ja nicht dabei gewesen bei diesem Veräußerungsgeschäft. Ja? Wie soll denn der K beweisen, dass der sich den Kfz-Brief nicht hat vorlegen lassen. Also es wird in der Tat, ne, es wird, sagen wir mal, in der Regel für den Erwerber sehr viel leichter sein zu beweisen, dass er sich den Kfz-Brief hat zeigen lassen. Er könnte ja sogar schon mal einen Zeugen dafür benennen, nämlich den Veräußerer, ne, als für den Eigentümer, beziehungsweise früheren Eigentümer, zu beweisen, dass sich der Erwerber den Kfz-Brief nicht hat vorlegen lassen. Das ist das erste Argument, was sich also durchaus hören lässt, um zu sagen, naja, also wir lassen die 932 zweimal außer Acht und legen die Beweislast trotzdem mit dem Erwerber auf. Was man natürlich auch sagen könnte, sozusagen gegen diese 932-2-Verteilung, man könnte Folgendes sagen, man könnte sagen, das hat der BGH tatsächlich auch schon mal so ausgesprochen in anderem Kontext, man könnte sagen, naja, diese Tatsache, dass man sich den Kfz-Brief nicht vorlegen lässt, das ist gar nicht bei der Gut- oder Bösgläubigkeit anzusiedeln, sondern das ist schon eine Frage des Rechtsscheins. Der BGH hat in der Tat mal gesagt, oder häufiger schon gesagt, der Besitz an einem Kfz begründet per se nicht den erforderlichen Rechtsschein für den gutgläubigen Erwerb, sondern der Besitz am Kfz, der begründet den Rechtsschein nur gemeinsam mit dem Kfz-Brief und nicht alleine. Und wenn wir das Ganze nicht bei der Bösgläubigkeit verorten, sondern beim Rechtsschein, dann sind wir auch nicht bei 932.2 oder 932.1. Verstehen Sie? Könnte man zumindest sagen. Der BGH hat es ehrlich gesagt relativ platt gemacht und der BGH hat gesagt, auch nicht mal, sehr tief oder groß argumentiert, sondern der BGH hat gesagt, wir bleiben bei 932.2, beziehungsweise 932.1, da gibt es sich aus beidem, 932.1 und 932.2. Gutgläubigkeit wird vermutet
Und deswegen muss, so wie wir es uns im Ausgangspunkt überlegt hatten, und deswegen muss der Eigentümer beweisen, dass der Erwerber bösgläubig war, sprich der Eigentümer muss beweisen, dass sich der Erwerber den Kfz-Brief nicht hat vorlegen lassen. Also K muss hier beweisen, dass der B sich den Kfz-Brief nicht hat vorlegen lassen. Allerdings, und jetzt kommt sozusagen die Pointe, dabei ist der BGA natürlich nicht stehen geblieben. Sondern diese Bedenken, dass wir gesagt haben, naja, wie soll denn der K beweisen, dass der B sich den Kfz-Brief nicht hat vorlegen lassen, den hat natürlich auch der BGH Rechnung getragen. Können Sie sich vorstellen, wie? Also K muss jetzt hier beweisen, dass B sich den Kfz-Brief nicht hat vorlegen lassen. So, Sie sind jetzt mal Anwältin oder Anwalt von K. Wie hätten Sie dann eine Strategie für mich vielleicht? Wie wollen Sie beweisen, dass sich der B den Kfz-Brief nicht hat vorlegen lassen? Ist doch sinnvollerweise gar nicht möglich. Wie wollen Sie das machen? Deswegen greift natürlich hier zugunsten von K was ein? Raten Sie mal. Wenn Sie es nicht wissen, raten Sie mal. Was passt denn jetzt hier? Bitte. Diese sekundäre Darlegungslast natürlich, selbstverständlich, ja, machen wir ja gerade. Ne? Diese sekundäre Darlegungslast, die greift zugunsten von K. Also die Beweislast, da ist der BGH tatsächlich rigoros und sagt, ja, 932, guckt rein. Ne? Es wird vermutet, dass der Erwerber gutgläubig war, deswegen muss der Eigentümer, also sprich der K, die Bösgläubigkeit beweisen, deswegen muss der K beweisen, dass B sich den Kfz-Brief nicht hat vorlegen lassen. Da sind wir rigoros. Aber zugunsten des Eigentümers, zugunsten von K, greifen hier die Grundsätze der sekundären Darlegungslast. Das heißt, der B, der Erwerber B, darf nicht einfach sagen, och, ich habe mir den schon vorlegen lassen, beweist du mal das Gegenteil, sondern der B muss substantiiert aus der Deckung kommen. Der B, der muss sagen, pass mal auf, ich habe mir den Kfz-Brief vorlegen lassen und zwar zu diesem Zeitpunkt und in dieser Art und Weise und das und das und das ist dann passiert. Also der B muss substantiierte Positivbehauptungen aufstellen und dann muss der beweisbelastete K diese Positivbehauptungen widerlegen. Und hat der B hier seiner sekundären Darlegungslast genügt? Hat er substantiiert vorgetragen, wie, wann und wo der Kfz-Brief vorgelegt wurde? Nö. Ja, der hat einfach nur gesagt, ach, ich habe ihn mir vorlegen lassen, beweis doch du mal das Gegenteil. Mehr pauschales Bestreiten geht gar nicht. Okay, das bedeutet, der B ist seiner sekundären Darlegungslast nicht nachgekommen, sondern hat sich auf einfaches Bestreiten beschränkt. Das heißt, auch nach dieser Auffassung ist es so, dass die Nichtvorlage des Kfz-Briefs anzunehmen wäre, und zwar deshalb, weil sie zugestanden wäre, analog 138 Absatz 3 ZPO. Ja, und wenn das so ist, dann müssen wir uns zwischen diesen beiden Auffassungen auch überhaupt nicht entscheiden. Denn nach beiden Ansätzen, sowohl nach dieser ersten Auffassung, die die Beweislast beim Erwerber sieht, als auch nach der Auffassung des BGH, der die Beweislast zwar beim Eigentümer sieht, aber eine sekundäre Darlegungslast zu dessen Gunsten eingreifen lassen will, ist von der Nichtvorlage auszugehen. Logisch? Gut, jetzt hat der ja noch einen zweiten Einwand geltend gemacht, der B. Der B, der hat ja gesagt, von mir aus, ja, mag sein, dass ich mir den nicht habe vorlegen lassen, tun wir mal so, ist aber egal. Denn selbst wenn ich mir den Kfz-Brief hätte vorlegen lassen, dann wäre der perfekt gefälscht gewesen und dann wäre ich gutgläubig gewesen. Das heißt, in der Sache ist das, was der hier einwendet, ein Einwand rechtmäßigen Alternativverhaltens. So, was würden Sie sagen? Beachtlich oder unbeachtlich? Der sagt, selbst wenn ich mich perfekt verhalten hätte, ja, und selbst wenn ich mich perfekt verhalten hätte und mir den Kfz-Brief hätte vorlegen lassen, wäre ich der Sache ja trotzdem nicht auf die Spur gekommen, sagt der B. Denn dann hätte der M eine perfekt gefälschte Zulassungsbescheinigung Teil 2 aus der Tasche gezogen. Und dieser hätte ich Glauben geschenkt und Glauben schenken dürfen. Das heißt, selbst wenn ich mich perfekt verhalten hätte, ja, wäre ich der Sache nicht auf die Spur gekommen. Also hätte ich meinen Nachforschungsobliegenheiten genügt, dann hätte sich für mich nicht ergeben, dass M nicht Eigentümer war. Was würden Sie sagen, beachtlich oder unbeachtlich, bitte? Okay, Sie würden intuitiv sagen, unbeachtlich. Also es ist tatsächlich sehr streitig. Die herrschende Meinung macht es so, wie Sie gesagt haben. Ja, die herrschende Meinung hält das tatsächlich für unbeachtlich. Wie ist das im Schadensrecht grundsätzlich?
ist der Einwand des rechtmäßigen Alternativverhaltens beachtlich im Schadensrecht? Also keine Ahnung, wenn ich jemanden in die Fensterscheibe zerschieße und das Haus brennt sowieso einen Tag später ab. Ist das beachtlich oder nicht? Ja? Nee, generell ist er beachtlich. Im Schadensrecht ist der Einwand des rechtmäßigen Alternativverhaltens in der Regel beachtlich tatsächlich. Also wie gesagt, Einzelheiten natürlich streitig und immer sozusagen vom Einzelfall abhängig, aber in der Regel ist der Einwand des rechtmäßigen Alternativverhaltens beachtlich tatsächlich. Hier sind wir aber nicht im Schadensrecht. Ja? Wir sind nicht im Schadensrecht. Es geht nicht darum, dass wir hier einen Schaden ausrechnen und dass wir sagen, gut, was wäre, wenn der sich jetzt richtig verhalten hätte, sondern hier ist es ja tatsächlich so, dass wir im Bereich des 932 sind und der 932, muss man ganz platt zu formulieren, der normiert die Voraussetzungen, unter denen ein gutgläubiger Erwerber den gutgläubigen Erwerb verdient, gewissermaßen. Und wer sich den Kfz-Brief nicht vorlegen lässt, der, sage ich mal in Anführungszeichen, der verdient sich keinen gutgläubigen Erwerb. Ja, sondern der hat eben ganz einfach hier etwas nicht gemacht, was ihn bösgläubig machen lässt. So, und noch eine weitere, ein weiteres Argument würde ich sagen, das habe ich jetzt zwar noch nirgendwo gelesen, aber würde ich sagen, kann man hier auch wieder anbringen, und zwar das mit dem Rechtsschein. Ne? Also, wenn wir nämlich sagen, dass ohne ein Kfz-Brief der Besitz am Kfz überhaupt keinen Rechtsschein begründet, dann sind wir auch nicht im Bereich des Schadensrechts oder sowas, ne? Und bei der Frage, ja, was wäre denn gewesen, wenn, sondern dann haben wir ganz einfach schon keinen Rechtsschein. Und ohne Rechtsschein gibt es natürlich keinen gutgläubigen Erwerb. Ja, und da müssen wir auch nicht uns damit mit der Gutgläubigkeit, Bösgläubigkeit rumschlagen und überlegen, ja gut, was wäre denn jetzt gewesen, wenn er seinen Nachforschungsobliegenheiten genügt hätte. Bitte. Hm? Ja, der 1006, okay, also ich will nur mal die Frage gefragt wird, widerspricht die Ansicht, dass sozusagen der Besitz an einem Kfz per se keinen ausreichenden Rechtsschein begründet, widerspricht das nicht 1006 Absatz 1? Da würde ich meinen, nein, weil der 1006 Absatz 1 der Regel, der sozusagen einen Konflikt zwischen jemandem, der sich auf sein Eigentum beruft und das sozusagen im Prozess tut. Also jemand beruft sich in seinem Prozess auf sein Eigentum und jemand anders sagt, nee, du bist nicht Eigentümer. Aber der 1006 Absatz 1, der ist nicht notwendigerweise deckungsgleich mit den Voraussetzungen für einen gutgläubigen Erwerb. Ja, es ist was anderes, ob ich quasi mich prozessual mit jemandem streite und dann sozusagen zu meinen Gunsten vermute, dass ich Eigentümer bin, weil ich im Besitz der Sache bin. Ja, das ist was anderes als die Frage, unter welchen Voraussetzungen kann ich zugunsten des unstreitig feststehenden Eigentümers gutgläubig erwerben. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Deswegen, das ist schon sozusagen plausibel, würde ich auch für richtig halten, glaube ich, was der BGH da gesagt hat, dass der Besitz am Kfz per se nicht den für einen gutgläubigen Erwerb ausreichenden Rechtsschein begründet. Würde ich, glaube ich, für richtig halten. Gut, aber können Sie sich entscheiden, wie Sie wollen. Ja, also, wenn wir es so machen wie hier, dass wir sagen, der Einwand des rechtmäßigen Alternativverhaltens ist unbeachtlich, ja, dann kommen wir dazu, dass der B nicht gutgläubig war. Wenn er nicht gutgläubig war, dann konnte er natürlich auch nicht nach 932 BGB erwerben. Und wenn der nicht gutgläubig Eigentum erworben hat, der B, dann ist nach wie vor der K-Eigentümer, sodass wir das erste Tatbestandsmerkmal von 185 BGB bejahen können, ein Häkchen dran machen können. Und dann brauchen wir noch die beiden anderen, aber die sind witzlos. Natürlich ist klar, dass der B Besitzer ist und B hat natürlich auch kein Recht zum Besitz. Was Sie beim Recht zum Besitz vielleicht in ein, zwei Sätzen erwähnen können, ist was? Was dürften Sie erwähnen? Woraus könnte ein Recht zum Besitz ganz, 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 ganz eventuell folgen? Ein Recht zum Besitz des B, des Erwerbers B. Sie hatten sich gemeldet, wollen Sie? Ja, genau, auf die Idee könnte man ja kommen. Ne? Der B hat ja einen Kaufvertrag mit dem M geschlossen, mit dem Veräußerer M geschlossen. Und der B könnte ja sagen, wieso? Ich habe doch aus diesem Kaufvertrag ein Recht zum Besitz nach 986 Absatz 1 Satz 1, Alternative 1. Mir ist ja schließlich dieses Auto verkauft worden. So, warum ist das natürlich offensichtlich falsch, wenn der sagt, ich habe hier ein Recht zum Besitz aus dem Kaufvertrag mit M? Bitte. Genau so ist es, ja prima. Ne? Also der Kaufvertrag wirkt ja nur zwischen B und M. Ne? Also Relativität der Schuldverhältnisse, Schuldverhältnisse wirken nur inter partes. Natürlich hätte B gegenüber M ein Recht zum Besitz aus dem Kaufvertrag, aber halt nicht gegenüber K. Okay? So, gut, also 985 greift im Ergebnis ein. Nur noch ganz kurz, wenn Sie in der Klausur wären, würden Sie noch zumindest in gebotener Kürze einige weitere Anspruchsgrundlagen prüfen und die mit, ja, ich würde dazu raten, sie mit einem Satz abzulehnen, weil sie kriegen Punkte dafür, dass sie die sehen und dass sie die souverän handeln, aber sie kriegen nicht viele Punkte dafür, dass sie sich jetzt da groß verkünsteln und Romane schreiben. Was ist denn hier mit 861.1, was ist denn damit? Warum greift 861.1 nicht? Ich habe es ja schon gespoilert, schon Minus dahin geschrieben. Was sind die Voraussetzungen für 861.1?
Bitte sehr, was sind die Voraussetzungen für 861? Bitte schön. Ja, von Sie? Drei. Also früherer Besitz des Anspruchstellers, verbotene Eigenmacht und der Anspruchsgegner muss wie besitzen? Fehlerhaft. Ja? Fehlerhaft muss der besitzen. Gut, also früherer Besitz des Anspruchstellers, verbotene Eigenmacht und fehlerhafter Besitz des Anspruchsgegners. Ganz genau so. Und Sie haben auch zu Recht gesagt, in der verbotenen Eigenmacht fehlt es. Wieso? Genau so ist es. Ne? Also K hat das Auto freiwillig an M überlassen. Damit fehlt es in einer verbotenen Eigenmacht im Sinne von 858.1 zulasten von K. Völlig richtig. Wie sieht es denn aus mit einem Anspruch aus 1007 Absatz 1? Wenn man ganz ehrlich ist, ist es ein kleines bisschen komplizierter. Ich würde Ihnen aber raten, den kurz und pragmatisch platt zu machen. Auch wenn das streng genommen ein bisschen verkürzt ist. Mein bösgläubig war der ja, der B. Sie können ihn auch bejahen, ist auch vertretbar. Ich würde noch nicht mit einer Riesenprüfung hier anfangen, weil es so irgendwie auch so ganz offensichtlich nicht mehr kriegsentscheidend ist. Also 1007 ist eine ätzende Norm, das gebe ich zu. Die ist richtig ätzend. Da muss man mal fünfmal überlegen, ob es jetzt vorliegt oder nicht. Sehen Sie irgendwas, was den platt macht, den 1007? Wie gesagt, Sie können ihn noch bejahen, ist auch in Ordnung. Weil früher Besitzer war der ja der K und der B war bösgläubig. Nach 1007 Absatz 1 kann man ja als früherer Besitzer die Herausgabe vom gegenwärtigen Besitzer verlangen, wenn der bösgläubig war. Haben Sie was gefunden? Nee. Nicht mal was gefunden? Schauen Sie mal rein in Absatz 3, finden Sie da irgendwas? Also das finde ich ein bisschen verdächtig, dass Sie jetzt sozusagen nichts im 1007 Absatz 3 nichts finden, was hier vielleicht einschlägig sein könnte. Oder habe ich die Norm völlig falsch im Kopf und ich habe es jetzt in die falsche Norm geschickt? Meine aber eigentlich nicht. Ich gucke selber nochmal nach, Moment. Nö, schon richtig. Also, 1007 Absatz 3, Satz 1, Variante 2. Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn der frühere Besitzer den Besitz aufgegeben hat. Könnte das hier vielleicht einschlägig sein? Ich würde sagen, ja. Es ist so, Sie müssen das nicht können, meines Erachtens, auch fürs Examen nicht, ehrlich gesagt. Es ist so, eine relativ starke Auffassung sagt tatsächlich, dass eine Aufgabe in diesem Sinne nicht vorliegt, wenn man mittelbarer Besitzer bleibt. Ja? Das heißt, man könnte es mit dieser Begründung auch wieder kippen, dann müssten Sie ihn bejahen, wäre auch in Ordnung. Beides ist in Ordnung. Sie müssen aber meines Erachtens keinen großen Streit aufmachen, den sollten Sie auch nicht lange aufhalten. Entweder Sie machen ihn pragmatisch platt damit, oder Sie sagen, Sie prüfen ihn zügig und sagen, er liegt vor. Ja, weil nämlich der K früherer Besitzer war, weil der B gegenwärtiger Besitzer ist und weil der B bei Besitzerwerb bösgläubig war. Ja, und dann können Sie eben von mir sagen, naja, und der 1007 Absatz 3 Satz 1 Variante 2 greift auch nicht, denn der war ja mittelbarer Besitzer geblieben bei der Besitzüberlassung an M. Auch in Ordnung. Okay, wichtig ist nur, dass Sie da nicht so wahnsinnig viel Zeit drauf verwenden. Das ist übrigens das, was ich beim 1007 immer so ätzend finde. Man muss wahnsinnig viel Denkarbeit investieren. Ja, man muss wahnsinnig viel und eben auch in der Klausur zeitlich viel nachdenken. Und das, was dann auf dem Papier steht, ist relativ bescheiden. Man schreibt zum 1007, nicht immer natürlich, also 1007 Absatz 2 kann mal so als Methadon für den 985 ganz interessant sein, aber der 1007 ist häufig so eine Norm, die Sie dann auch nochmal so ein bisschen mit dazu prüfen am Ende, wo aber, sag ich mal, auf Ihrem Papier irgendwie so 3-4 Zeilen stehen, ja, und Sie haben irgendwie 10 Minuten drüber nachgedacht. Das ist immer das Problem beim 1007. Gut, wie sieht es denn aus mit 1007 Absatz 2 Satz 1? Den können Sie aber wirklich, wirklich zügig platt machen. Bitte. Genau.
So ist es, genau. Der setzt ja Abhandenkommen voraus und das Abhandenkommen nicht vorliegt, das haben wir ja schon im Rahmen des 935.1.1 geprüft. Der Begriff wird hier in gleicher Art und Weise verwendet. Also auch 1007 Absatz 2 Satz 1 fällt raus. Was ist denn letzte Anspruchsgrundlage mit der Eingriffskondition 812.1.1.2? Hatte den Besitz erlangt, der B, nicht durch Leistung auf Kosten von K ohne Rechtsgrund, das sind die vier Voraussetzungen der Eingriffskondition, etwas erlangt, nicht durch Leistung auf Kosten des Bereicherungsgläubigers und ohne Rechtsgrund, bitte. Einmal das, völlig richtig, ne? Er hat durch die Leistung des M erlangt, das würde ich auch so in der Klausur jedenfalls schreiben. Zum einen, wie sieht es aus mit auf Kosten, hat er den Besitz auf Kosten von K erlangt? Das hängt natürlich zusammen, aber warum nicht, richtig, warum nicht? Ja, also zu dem Zeitpunkt, wo der B Besitzer geworden ist, wer war da Besitzer? M, genau, und eben halt nicht K. Ne? Also es war nicht so, dass der B dem K was weggenommen hat, ne, sondern zu dem Zeitpunkt, wo der B Besitzer geworden ist, war der K schon gar nicht mehr Besitzer. Deswegen kann man hier sozusagen gleich zwei oder zwei Gesichtspunkten kann man es verneinen. Ne? Also zum einen durch Leistung erlangt, durch Leistung des M erlangt und zum anderen nicht auf Kosten des K. Ganz genau. Also wenn Sie mich fragen, ist das nicht überzeugend. Aber würde ich in der Klausur nicht anfangen, um zu diskutieren. Sondern das machen Sie einfach kurz und pragmatisch. Mit diesen Argumenten kommen Sie durch, denn die zählen. Bitte. Doch, ist so. Deswegen finde ich es auch nicht überzeugend. Ja, also, was Sie nicht machen dürfen, Sie dürfen nicht verwechseln mit dem Jungbullenfall. Das dürfen Sie nicht. Das ist nämlich eine andere Konstellation. Beim Jungbullenfall, da war das in der Tat sozusagen, kennen Sie Jungbullenfall, ne? Also, wenn der Erwerber nach 59 Eigentum erwirbt, ja, und er hatte zuvor nicht gut, glaube ich, Eigentum erworben, ja, dann ist es was anderes, weil dann sozusagen nicht der Besitz herausverlangt wird im Rahmen des 951, sondern dann wird Ersatz für das Eigentum erlangt. Das Eigentum hatte er nicht erlangt. Aber hier ist es ja so, hier wird nur der Besitz herausverlangt. Ja, 985, da ist ja der Anspruchsteller schon Eigentümer und er möchte den Besitz haben. Und die Rechtsposition Besitz, die hat der durch die Leistung von M erlangt. Wie gesagt, also ich persönlich finde das völlig Murks, ja, weil ich auch dieses Prinzip hervorragend der Leistungskondition völlig Murks finde. Ja, das ist auch völlig richtig, greift in das Eigentumsrecht ein. Deswegen, ich halte es für Quatsch, ich persönlich. Ja, aber ich würde Ihnen trotzdem raten, machen Sie in diesem Fall nicht das, was ich für richtig halte, sondern machen Sie das, womit Sie in der Klausur die volle Punktzahl kriegen. Und damit kriegen Sie die volle Punktzahl. Da kann Ihnen keiner irgendwas. Okay, gut. Wunderbar. Dann habe ich noch was für Sie, und zwar das hier. Als ich vor einem Jahr zum ersten Mal hier in Kiel die ZPO-Vorlesung gehalten habe und die Materialien dafür gemacht habe, war das gerade brandaktuell. Und das möchte ich Ihnen mal zeigen. 2.5.23, ein Artikel aus der, ich glaube, aus der Rheinischen Post war es, glaube ich. Folgende Geschichte. Nach einem prickelnden XXL-Gelage mit Champagner kam es zu einem schnöden Streit um eine Null. Jetzt landet der kuriose Fall vor dem Landgericht. Verklagt auf Bezahlung wird dabei ein Düsseldorfer Genießer. Er soll vor einem Jahr in einem Frankfurter Restaurant eine besondere Flasche bestellt, jene 6-Liter-Flasche mit Freunden geleert, aber mit der Bezahlung bis heute gezögert haben. 13.000 Euro sollte ihn die Zeche kosten, aber ganz so spendabel wollte der Gast dann offenbar doch nicht sein. Ihm habe man die Flasche angeblich für 1.300 Euro angeboten, behauptete er später. Es war ein lauer Maitag, die Pandemiebeschränkungen wurden damals allmählich gelockert und mit einer Gruppe von Freunden zog der Düsseldorfer fröhlich durch die Mainmetropole. In einer Brasserie und Austernbar hatte die Gruppe vom Rhein zuvor bereits einen Tisch reservieren lassen. Und dort soll der jetzt verklagte Gast dann groß aufgetrumpft haben. Schon bei der Ankunft im Lokal habe er laut der aktuellen Kaufpreisklage gezielt nach einer besonderen Flasche für sich und seine Begleiter gefragt. Die Sommelier und der Kellner seien zunächst ratlos gewesen, konnten aber aus dem Bestand eines anderen Restaurants eine sogenannte Methusalem-Flasche mit 6 Litern feinem Champagner loseisen. Den Preis von 13.000 Euro habe man dem Gast nicht nur genannt, sondern ihm sogar auf einen Zettel geschrieben, heißt es in der Zahlungsklage. Das aber bestreitet der Gönner. In der Klage gegen ihn heißt es jedoch weiter, er sei über das Angebot sogar begeistert gewesen, jedenfalls habe die Düsseldorfer Gruppe die Flasche geleert. Der verklagte Gast soll die XXL-Flasche mit einem Messer sogar selbst geköpft und noch getönt haben. Dies sei immerhin nicht die erste Flasche dieser Art in seinem Leben. Er habe schon mehr als 40 davon konsumiert. Erst beim Bezahlen soll er plötzlich auffallend zurückhaltend geworden sein. Es kam sogar zum offenen Streit. Ihm sei die Flasche, so behauptete der Mann, nicht für 13.000 Euro offeriert worden, sondern für einen Betrag mit einer Null weniger, also für ein Zehntel des verlangten Betrags. Nun wird er auf Begleichung der vollen Rechnung verklagt. Aktuell werden 6-Liter-Flaschen dieser Champagnermarke im Internet für Beträge zwischen 7.000 und 14.000 Euro angeboten, jeweils abhängig vom Jahrgang.
Der Prozess startet am 15. Mai und falls dem Gericht dabei keine gütliche Einigung gelingt, müssten wohl die Sommeliere und der Kellner aus Frankfurt und auch die Düsseldorfer Champagnerfreunde allesamt als Zeugen befragt werden. Also, eigentlich eine ganz witzige Geschichte, wie ich finde. Versuchen wir das mal. Wie gesagt, wir wissen ja jetzt, viel davon wissen wir ja nicht. Ne? Wir wissen ja nicht, wer jetzt hier was sagen würde im Prozess und so, deswegen können wir jetzt hier kein abschließendes Urteil fällen. Aber wie wäre denn so Ihre erste Einschätzung? Wer wird da wohl gewinnen? Und da kommt es jetzt wie immer in Jura nicht drauf an, dass Sie sagen, die Gastronomie, ja, oder der Gönner, ja, sondern dass Sie halt sagen, warum. Also was wäre der Ausgangspunkt? Bitte. Genau, das ist der Ausgangspunkt, ne, ganz genau. Ne? Also der Gastronom, wir nennen ihn einfach wieder mal K, ne, und den Gönner nennen wir B, dann sind wir wieder in unserem KB-Schema drin. Ne? Also K müsste natürlich, Rosenbergsche Formel, selbstverständlich, K müsste beweisen, dass hier ein Kaufvertrag geschlossen wurde über diese besondere Methusalem-Flasche. Und zwar nicht nur, dass ein Kaufvertrag geschlossen wurde, sondern dass... Ja, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Wenn der 13.000 Euro haben will, dann muss er natürlich auch was beweisen. Nicht nur, dass überhaupt ein Kaufvertrag geschlossen wurde, das ist ja sogar unstreitig. Ja, genau, ne? Also, dass ein Kaufvertrag über 13.000 Euro geschlossen wurde. Dass ein Kaufvertrag darüber geschlossen wurde, ist ja sogar unstreitig zwischen den Parteien. Also, K müsste beweisen, dass ein Kaufvertrag über 13.000 Euro hier zustande gekommen ist. Und K trägt, wie gesagt, die Beweislast Rosenbergsche Formel. So, was ist, wenn das Gericht zu dem Schluss kommt, dass der B die ganze Zeit wusste, dass die Flasche 13.000 Euro kostet? Es gibt ja so ein paar Anhaltspunkte, die darauf hindeuten. Wenn der hier so rumprahlt und sagt, ja, ich habe mindestens 40 Flaschen schon konsumiert von dieser Sorte, bin dann ein alter Hase, das mache ich dauernd, ganz normal bei mir. Was wäre, wenn das Gericht zum Schluss kommt, dass K bewiesen hat, dass B wusste, wie viel diese Methusalem-Flasche kostet? Ja? Ja, natürlich, hätte die Klage Aussicht auf Erfolg. Dann wäre im Grunde eigentlich alles klar. Wenn B das wusste, dann wäre es sogar egal, wenn K irgendwie was ich, weil es laut war, ein bisschen undeutlich gesprochen hätte, warum. Wir sagen mal, wir unterstellen mal, K oder die Mitarbeiter von K, die Sommelier, Kellner, wer auch immer, also K offeriert, das ist BGBAT im Grunde, was jetzt kommt, ne? Also K offeriert diese Flasche und es ist, sagen wir mal, relativ laut, ja. Und K sagt 13.000 Euro, na, es ist aber relativ laut, deswegen hört sich das so ein bisschen an wie 1.000 Euro, keine Ahnung. B weiß aber ganz genau, dass 13.000 Euro gesagt wurden. Wie ist es dann? Bei der Auslegung von Willenserklärungen. Wir sagen mal, objektiv war das vielleicht ein bisschen undeutlich und nicht ganz klar verständlich, ne? Aber der B wusste ganz genau, was gemeint war. Ja? Nö. Ja, ganz genau. Ne? Also da gilt der Vorrang des erkannten Willens. Wenn der Empfänger den wahren Willen des Erklärenden erkennt, dann bestimmt dieser Wille den Inhalt des Rechtsgeschäfts, ohne dass es auf Weiteres ankommt. So ist es. Ne? Also Vorrang des erkannten Willens. Also wenn der wusste, dass diese Flasche 13.000 Euro kosten sollte, dann sind wir klar. Ne? Dann haben wir 433 Absatz 2 völlig klar. Was würden Sie denn sagen, jetzt von Ihrer persönlichen Einschätzung und Lebenserfahrungen, wusste der B das, dass es 13.000 Euro sind? Was würden Sie sagen? Oder, also zunächst mal, würden Sie glauben, dass er das wusste? Und würden Sie tippen, als zweite Frage, würden Sie tippen, dass K das beweisen können wird, dass B es wusste? Das ist letztlich keine juristische Frage, sondern es ist letztlich eine Frage Ihrer persönlichen Einschätzung. Ich habe da eine Idee, aber Sie sind ja vielleicht sogar lebenserfahrener als ich. Auch wenn ich definitiv der Ältere bin. Vielleicht gibt es sowas in Kiel überhaupt nicht hier. Vielleicht gibt es das nur in München, Düsseldorf und Frankfurt. Was würden Sie meinen? Ja. Also wenn er sich die Flasche angeguckt hat, selbst geköpft hat und da rumgeschrieben hat, dass er das alles schon kennt, dann würde ich sagen, dass er es wusste. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die im Internet ja für mindestens 7.000 Euro angeboten werden. Und 1.300 Euro dann wirklich viel zu wenig gewesen wäre, wenn er sich dann geirrt hätte. Also ich würde sagen, der wusste das. Sie würden sagen, er wusste es, okay. Und würden Sie sagen, im Schritt 2, würden Sie sagen, wird K beweisen können, dass er das wusste? Richtig schwierig,
Würde ich auch sagen. Also ich weiß es ja auch nicht, ne? Ich weiß es ja auch nicht. Keine Ahnung, ne? Aber also da müsste man jetzt natürlich sagen, Vollbeweis brauchen wir, ne? Also volle richterliche Überzeugung. Also es reicht eben nicht überwiegende Wahrscheinlichkeit oder so, sondern volle richterliche Überzeugung. Ich glaube, oder vielleicht nochmal andere Meinungen hören? Was finden Sie, Matt? Zu wissen, in welchem Bereich das gehandelt wird. Und ja, nur weil man jetzt schon mal 40 Flaschen geköpft hat, würde ich jetzt nicht annehmen, dass man Experte ist. Also zumindest geht das aus dem Sachverhalt nicht hervor, dass er jetzt Experte ist für solche Flaschen. Also ich würde es nicht ausreichen lassen. Sie würden sagen, es reicht nicht aus und Sie würden dann logischerweise auch auf der Grundlage Ihrer Auffassung spätestens sagen, dass K es nicht beweisen können wird. Okay. Was würden Sie meinen? Vielen Dank. Ja, da kennen Sie sich aber gut aus. Im Gegensatz, ich sag ja, wir können jetzt auch mal Expertise in den Hörsaal holen, die ich nicht liefern kann. Ja? Hm? Okay, Sie würden sagen, also höherpreisig wird es ja schon gewesen sein, aber man muss ja nicht gleich 13.000 Euro gewesen sein, da kann er sich ruhig geirrt haben, würden Sie sagen. Ja, aber ich glaube, wenn man dann so eine besondere Flasche macht, dann wird er wahrscheinlich auch vor seinen Freunden, die den dicken Max gemacht haben. Das glaube ich auch, ja. Von daher würde ich schon sagen, wenn es noch extra aufgeschrieben wurde dazu. Gut, das ist ein bisschen streitig, ne, ob es aufgeschrieben wurde. Aber ich glaube, wenn man für so viel Geld so eine Flasche dann übergibt, dann schreibt man den Preis schon auf, um sicher zu gehen, dass die Flasche auch dann kommt. Okay. Also Sie würden tendenziell sagen, er wusste es. Okay, also natürlich, wie gesagt, ich habe jetzt ja auch nicht die Auflösung für Sie oder so. Ne? Also mein Gedanke, warum ich gedacht habe, ich glaube, dem war das in dem Moment tatsächlich vielleicht nicht ganz bewusst. Ich glaube, das scheint ja so ein Typ gewesen zu sein, der, sag ich mal, einfach vor der Protzerei lebt. Ja, zumindest jedenfalls mal an dem einen Abend. Ja, und ich glaube, ehrlich gesagt, dass man, sag ich mal, als Protzer sozusagen sein eigenes Bild nicht bestätigt, wenn man erst so Protz in den Mund voll nimmt und dann anfängt, sich über den Preis zu streiten. Ja, also ich glaube, also so richtig, wie Sie, der wollte ja den dicken Max machen, ne? Der wollte sagen, pass mal auf, ich bin hier der King, ja, ich habe hier Kohle ohne Ende und ich will ja Kohle ausgeben, ne? Und zu diesem Bild, was er offensichtlich von sich hat und vermitteln möchte, passt es gar nicht, ja, wenn er hier am Ende den Schwanz einzieht und sagt, oh, so viel Geld habe ich aber nicht. Ich dachte, das ist günstiger. Das ist natürlich jetzt, wie gesagt, auch keine Auflösung, ne? Kann durchaus trotzdem sein, ne? Dass der das wusste und gedacht, jetzt zocke ich da mal ordentlich ab. Auch möglich, alles möglich, ja. Aber ich würde zumindest, denken, dass K es nicht beweisen können wird, dass B es wusste. Ist aber noch nicht das Ende der Geschichte für K. Was würde für K natürlich auch reichen, aus Sicht des K, um hier einen Kaufvertrag zum Preis von 13.000 Euro zustande kommen zu lassen? Muss ja nicht so gewesen sein, dass der B das wusste. Was reicht aus? Also wie gesagt, wenn er es wusste, was ja sein kann, ne? Es kann sein, dass er es wusste, dann ist es sowieso Ende Gelände für B. Was reicht aber natürlich auch aus? Was würde auch ausreichen? Also das BGBAT. Muss ich die Willenserklärung immer hundertprozentig richtig verstehen? Bitte. Ja, natürlich, ganz genau. Es gilt ja, zumindest nach ganz herrschender Meinung, nicht diese strenge Vernehmungstheorie, sondern die Vernehmungstheorie in abgeschwächter Form. Wenn ich 13.000 Euro sage und der andere sagt ja, ja, selbst wenn er das falsch verstanden hat, ja, also wenn jetzt keine Anhaltspunkte irgendwie da sind, ja, dass er es falsch verstanden haben könnte, ja, sondern wenn ich davon ausgehen darf, dass der ja sagt und das versteht und der dann eben ja gesagt hat, dann kommt ein Kaufvertrag zu 13.000 Euro zustande. Also auch dann, wenn der das möglicherweise falsch verstanden hat, der B, und es möglicherweise nicht wusste, kann ja sein, ja, dann würde es natürlich trotzdem ausreichen, wenn er es richtig hätte verstehen müssen und keine Anhaltspunkte da waren, dass er es irgendwie falsch verstanden haben könnte. Was würden Sie sagen, wird K das beweisen können? Ja? Das Beweisen, also das ist ja nicht das Problem, aber danach streiten Sie ja, denken wäre da nicht direkt eine Anfechtung wegen Erklärungsschuld.
Das wäre halt die nächste Frage, ne? Das wäre die nächste Frage, ob der sozusagen halt dann anfechten könnte wegen Irrtums. Könnte natürlich sein, allerdings, was hätte natürlich diese Anfechtung wegen Irrtums, was hätte die für einen Hasenfuß? Ist natürlich richtig, ne? Also wenn er das wirklich falsch verstanden hat, ne, könnte er möglicherweise wegen Irrtums anfechten, aber was wäre natürlich da der Hasenfuß? Für aus Sicht des B, aus Sicht des Gönners B. Wenn wir mal sagen, der würde erfolgreich anfechten, von mir aus, unterstellen wir es mal, ja? Ja, Vertrauensschaden oder 22.1, und der geht natürlich hier auf den Verkehrswert, ne? Also das heißt, Anfechtung meinetwegen, aber die würde nicht so wahnsinnig viel nützen, ja? Also zumindest wäre das auch eine Möglichkeit, also vielleicht auch doch, denn weil der Verkehrswert nicht identisch sein muss mit dem Verkaufswert, ne, keine Frage, aber zumindest das wäre auch eine Möglichkeit für K, hier zum Erfolg zu gelangen. So, jetzt steht ja im, ich sage mal, im Sachfall, ist ja ist ein Zeitungsartikel, ne, also im Sachfall steht da drin, jedenfalls habe die Düsseldorfer Gruppe die Flasche geleert. Also der B und seine Gönnerfreunde haben die Flasche ausgetrunken. Das heißt, selbst wenn jetzt kein Kaufvertrag zustande gekommen sein sollte, welche Anspruchsgrundlage könnte denn vielleicht trotzdem Platz greifen? Der EBV wohl ja deshalb nicht, weil natürlich in dem Fall sozusagen auch eine Übereignung mitkäme. Aber was, welche Anspruchsgrundlage würde natürlich auch noch Platz greifen? Selbst wenn wir jetzt mal unterstellen würden, kein Kaufvertrag. Bitte? Selbstverständlich. 812111. Ne? Also selbst wenn jetzt der Kaufvertrag irgendwie extunknichtig sein sollte, ne? Oder selbst wenn wir sagen, naja, das war vielleicht alles doch da sehr laut und undeutlich und so, ne? Und letztlich haben die sich ja irgendwie dann noch gar nicht auf einen konkreten Kaufpreis geeinigt, objektiv, ne? Weil das ja irgendwie alles so Kuddelmuddel war, was weiß ich, ne? Würde ja immer noch 812111 in Frage kommen. Ne? Würde immer noch 812111 in Frage kommen. Wie ist es mit 812111? Ja? Das wäre die eine Frage, in der Tat. Könnte man sich da vielleicht auf Entreicherung berufen? Vielleicht noch mal ganz kurz vorher. Wer trägt denn die Beweislast für die Voraussetzung des 812111? Der Kläger, ganz genau. Ne? Also K, der Gastronom K, müsste hier beweisen, und zwar alle drei Voraussetzungen. Er müsste beweisen, dass der was erlangt hatte, das wäre natürlich kein Problem, ne? Das wäre klar, dass er den Besitz an dieser Flasche erlangt hatte. Durch Leistung wäre auch kein Problem zu beweisen. Das Problem läge bei ohne Rechtsgrund. K müsste beweisen, dass hier kein Rechtsgrund bestand. Wie sieht es damit aus? Was passiert dann? Was greift zugunsten von K? Wenn K beweisen muss, dass kein Rechtsgrund bestand? Ja? Eine sekundäre Darlegungslast. Das heißt, B müsste was machen? Ja? Genau, ganz genau. B müsste substantiert vortragen, dass ein Kaufvertrag geschlossen worden war, hat er teilweise auch gemacht, zum Preis von 1.300 Euro. Ne? So, zum Preis von 1.300 Euro. Und dann, wer würde die Beweislast tragen, dass dieser Kaufvertrag nicht geschlossen wurde? Also wenn B das gemacht hat, wenn B substantiert vorgetragen hat, der ist gekommen und hat gesagt, 1.300 Euro. Und da habe ich gesagt, ja geil, 1.300 Euro, so günstig, toller Preis, finde ich prima. Ja. Dann K, natürlich, genau. Dann müsste K beweisen, dass diese Angaben unzutreffend sind. Ganz genau. Das könnte für K natürlich schwer sein, zu beweisen, dass diese Angaben unzutreffend sind. Andererseits, wie gesagt, es ist ja schon so, dass jetzt ein Kaufvertrag ausgerechnet für 1.300 Euro zustande gekommen ist, ist ja auch relativ unwahrscheinlich. Ja, also K wird vielleicht schon irgendwie beweisen können, auch wenn er die Sommelier irgendwie als Zeugen hat und den anderen Mitarbeiter, wird K vielleicht schon beweisen können, dass jedenfalls niemals ein Angebot in Höhe von 1.300 Euro da rausgegangen ist. Das würde er vielleicht möglicherweise schon beweisen können. Andere Frage ist dann auf der Rechtsfolgenseite die Entreicherung. Warum Entreicherung? Richtig? Genau, Sekt ist ja weg. Hat der anderweitige Aufwendung damit erspart? Würde ich sagen, wohl nicht, ne? Wohl nicht. War wohl eine Luxusausgabe. Wann kann man sich nicht auf Entreicherung berufen, wenn? Wann kann man sich nicht auf Entreicherung berufen, wenn? Wenn man bösgläubig ist, 8.18.4, 8.19.1. Und dann käme es wieder darauf an, ob der im Konsummoment sozusagen das Bewusstsein hier hatte, dass kein Rechtsgrund bestand, was er möglicherweise zumindest unterbewusst hatte. Okay, also Sie sehen, das ist im Grunde, sag ich mal, eine lustige Geschichte, aber es steckt viel BGBAT und viel Schuldrecht und viel ZPO drin. Jetzt mal kurzer Tipp. Ich habe, weil ich natürlich wissen wollte, wie das ausgegangen war, also als ich die Vorlesung letztes Jahr gehalten habe, da war das quasi noch schwebend. Und mittlerweile gibt es sozusagen tatsächlich ein Ende.
zwar nicht so hundertprozentig befriedigend für uns, aber es gibt ein Ende. Was glauben Sie, wer glaubt, dass K. gewonnen hat? Wer glaubt, dass der Gastronom gewonnen hat? Darf ich mal kurz ein Handzeichen bitten? Wer glaubt, K. hat gewonnen? Okay, einige, ja. Wer glaubt, B. hat gewonnen? Okay, ich sage Ihnen mal, wie es ausgegangen ist. Das Verfahren hat sich dadurch tatsächlich erledigt, dass der K. doch alles bezahlt hat. Es ist quasi nie zur Verhandlung gekommen, sondern der Gönner ist dann doch zum Gönner geworden und hat die 13.000 Euro tatsächlich bezahlt. Ja, also ob er, wer weiß, ob der jetzt irgendwie so war, wie Sie gesagt haben, dass er es vielleicht doch wusste, ne, und ein Einsehen hatte, möglich, dass es so gewesen ist, ja. Möglich auch, dass ein Anwalt ihm gesagt hat, du, puh, das wird nicht reichen, ja, denn man wird dir bestimmt irgendwie hier nachweisen können, dass du das jedenfalls hättest erkennen müssen, ja, deswegen hast du wahrscheinlich keine guten Chancen, alles möglich, ja, man kann es nicht genau sagen und wie gesagt, es gibt keine gerichtliche Entscheidung dazu, aber letztlich ist es gar nicht zu einer Verhandlung gekommen, weil der K. doch brav geworden ist und das alles hier bezahlt hat. Okay? Gut, aber weil dieser Fall eben tatsächlich bei der Beweislast spielt und bei der sekundären Darlegungslast spielt, dachte ich, wollte ich Ihnen den nicht vorenthalten, denn es ist ja schon irgendwie auch ganz lustig und auch vielleicht angenehm, wenn man als Student oder als Studentin die Zeitung aufmacht mal und solche Sachen liest und vielleicht mit seinem Fachwissen bestimmte Dinge auch besonders gut beurteilen kann. Gut, dann würde ich vorschlagen, gehen wir weiter und ich zeige Ihnen mal etwas zu den Beweismitteln. Damit werden wir uns nicht so wahnsinnig lange aufhalten. Es gibt ein paar Grundsätze, die ich Ihnen zeigen muss und die Beweismittel möchte ich Ihnen vorstellen. So, zunächst mal, es gibt eine Unterscheidung in der ZPO zwischen strengem Beweis und Freibeweis. Meistens wendet man den strengen Beweis an, in manchen Fällen wendet man den Freibeweis an. Zunächst mal das seltenere, das Freibeweisverfahren. Das Freibeweisverfahren zeichnet sich dadurch aus, dass es im Wesentlichen keine Beschränkungen gibt. Also im strengen Beweisverfahren gibt es bestimmte Beweismittel, ja, und diese Beweismittel, die müssen nach speziell dafür vorgesehenen Vorschriften müssen die eingesetzt werden. Freibeweisverfahren bedeutet eben einfach, letztlich gibt es keine Beschränkungen, man kann also auch einfach einen Zeugen mal anrufen. Ja, oder eine WhatsApp schreiben oder irgendwas. Ja, also Freibeweisverfahren. Das Freibeweisverfahren kommt zur Anwendung, insbesondere bei der Prüfung der Zulässigkeit der Klage. Da ist man einfach großzügiger. Ja, bei der Zulässigkeit der Klage, da sagt man, das kann das Gericht einfach im Freibeweisverfahren machen. Da muss man jetzt nicht irgendwie nach den Vorschriften der ZPO Zeugen laden, Objekte in Augenschein nehmen oder was, ne, sondern da kann man das Freibeweisverfahren anwenden. Und, das ist nicht ganz unwichtig, in der Sache kommt das Freibeweisverfahren dann zur Anwendung, wenn beide Parteien einverstanden sind. Nach 284 Satz 2 ZPO. Wenn man also Beweiserleichterungen haben will und beide Parteien einverstanden sind, dann geht das über das Freibeweisverfahren. Gut. Wahrscheinlich, also das müssen Sie wissen, auch in der mündlichen Prüfung, wenn irgendwie gefragt wird, Freibeweisverfahren, wann kommt das denn zur Anwendung, dann können Sie damit auftrumpfen. Strengbeweisverfahren ist das, was sozusagen letztlich halt in der ZPO drin steht, wie eine Beweisaufnahme stattzufinden hat. Das Strengbeweisverfahren, da sind bestimmte Beweismittel, sind da genannt. Ich blende jetzt den nächsten Punkt noch nicht ein, weil da nämlich das Merkwort draufsteht. Und ich wollte Sie schon mal fragen, ob jemand das Merkwort kennt für die Frage, welche Beweismittel es in der ZPO denn gibt. Das finde ich tatsächlich, es gibt so Eselsbrücken, wo ich das Gefühl habe, die sind komplizierter als die Sache selbst. Aber das finde ich wirklich unglaublich eingängig. Und ich merke mir das auch immer nur so. Also wenn Sie gefragt werden in der mündlichen Prüfung, was gibt es denn in der ZPO für Beweismittel? Dann ist es tatsächlich, das sind 5 Stück, ne? Und es ist wahnsinnig schwer, wie ich finde, weil Sie müssen sich ja noch 1000 andere Sachen merken. Es ist ja nicht so, als ob Sie sich immer nur eine Sache merken müssen. Ne? Sie müssen sich 1000 Sachen merken und da ist es wahnsinnig leicht, wenn Sie dann eine Erleichterung haben. Wie lautet das Merkwort, ja? Ja, Saputz. Ne? Saputz. So, da steht es, ja, hab's fett gedruckt. Saputz. Saputz steht für... Probieren Sie mal. Genau, ja, Sachverständige, ja. Augenschein, Urkunde. Z, nicht Zebra, sondern Zeuge, natürlich. Ja. Genau, der Zeuge. Wunderbar, ne? Also, ganz genau so. Sachverständigenbeweis, Augenscheinsbeweis, Parteivernehmung, ja, also Beweis durch Parteivernehmung, Urkundenbeweis und Zeugenbeweis. Ganz genau. Ich würde es mir tatsächlich genauso merken. Also wenn Sie jetzt natürlich sagen, Sie machen das natürlich, wie Sie wollen. Ne? Wenn Sie sagen, also ich kann mir das überhaupt nicht merken mit dem Saputz, dann machen Sie es ja nicht. Ja, aber ich finde das unglaublich eingängig. Ich kann mir das doch anders nicht mehr merken. Also wenn Sie mich immer mal fragen, welche Beweismittel gibt es in der ZPO, dann werde ich sie auch immer in dieser Reihenfolge aufzählen. Ja, weil ich mir das eben, wie gesagt, immer nur so merke.
Gut, wenn man die Festplatte ein bisschen entlasten kann, dann sollte man das tun. So, Sie müssen meines Erachtens nicht so wahnsinnig viel wissen zu diesen einzelnen Beweismitteln. Es reicht meines Erachtens, dass Sie wissen, wo es steht und dass Sie wissen, was das für Beweise sind, was es damit auf sich hat und wie die angetreten werden. Wir beginnen mal mit dem Augenscheinsbeweis. Grob gesagt, was ist ein Augenscheinsbeweis? Was ist ein Augenscheinsbeweis? Jemand irgendwie eine Idee, was das sein könnte? Bitte. Ja, genau, man schaut sich gewisse Dinge an, genau. Man nimmt ein Objekt in Augenschein, ganz genau. Ne? Also, der Beweis durch Augenschein, der wird angetreten, das finden Sie hier in 371, der wird angetreten durch die Bezeichnung des Gegenstands des Augenscheins und durch die Angabe der zu beweisenden Tatsachen. Ja, ganz einfaches Beispiel dazu, damit Sie es sich vorstellen können. Ein Käufer behauptet einen Mangel am Auto und klagt deswegen zum Beispiel auf Nacherfüllung. Und der Verkäufer, der bestreitet diesen Mangel, der sagt, das stimmt überhaupt nicht. Der ist gar nicht da, der Mangel, das Auto fährt wie eine Eins. Ja, und jetzt kann der Käufer sagen, ich trete einen Augenscheinsbeweis an. Ne? Und zwar, ich bezeichne den Gegenstand, nämlich das Auto. Und durch diesen Augenscheinsbeweis soll bewiesen werden, dass das Auto an einem Mangel leidet. Und dann guckt sich das Gericht oder ein vom Gericht beauftragter Sachverständiger das Auto an und sagt, ist das mangelhaft, ja oder nein. Okay? Das ist der Augenscheinsbeweis. Der Zeugenbeweis. Der Zeugenbeweis ist das praktisch häufigste Beweismittel, aber auch zugleich das unzuverlässigste. Ich habe tatsächlich in meinem Studium, das war zwar, ich sage es mal ganz hart, war keine wissenschaftliche Vorlesung, aber es war trotzdem verdammt interessant. Das hieß Beweisrecht und Vernehmungslehre. Das waren keine Psychologen, deswegen sage ich mal auch keine wissenschaftliche Vorlesung, aber es war trotzdem tatsächlich sehr interessant. Das war ein pensionierter Richter am Oberlandesgericht, der das gemacht hat. Und da ging es um diese ganzen Wahrnehmungsfragen. Also um diese Fragen, warum sind denn Zeugenbeweise unzuverlässig, ja, was sind Anzeichen dafür, dass jemand die Wahrheit sagt oder dass jemand lügt, das kann einem auch im alltäglichen Leben durchaus mal weiterhelfen, wenn man sowas mal liest. Was würden Sie sagen, warum ist der Zeugenbeweis unzuverlässig? Jemand eine Idee? Es gibt tausend Gründe dafür, warum ist der Zeugenbeweis typischerweise ein unzuverlässiger Beweis? Ja, ja, völlig richtig, genau. Also das beginnt bei ganz, ganz kleinen Sachen. Ja. Also können Sie sich zum Beispiel daran erinnern, ich meine, die meisten von Ihnen werden vielleicht mit dem Fahrrad kommen, keine Ahnung, können Sie sich daran, wirklich sicher daran erinnern, dass Sie das Fahrrad abgeschlossen haben? Natürlich eher nicht, ne? Weil das einfach so ein alltäglicher Vorgang ist, den man dauernd macht. Ja, oder können Sie sich, als Sie beim letzten Mal Auto gefahren sind, können Sie sich erinnern, wie Sie in den dritten Gang geschaltet haben? Eher nicht, ne? Also wenn Sie Automatik haben, natürlich sowieso nicht, aber auch wenn Sie einen Schaltwagen fahren, können Sie sich daran nicht erinnern, möglicherweise. Ja? Genauso ist es mit, ja, sind Sie sich auch wirklich sicher, dass die Ampel grün war, als Sie rübergefahren sind? Ja, da wird man oftmals so sagen können, ja, also wird wohl so gewesen sein, ich fahre nicht über rote Ampel. Ja, aber dass man sich das wirklich mal positiv wirklich so merkt, ist relativ selten. Es gibt so also tausend Versuche dazu, da kommt jemand, kommt eine Dozentin, kommt rein und hält einen Vortrag und danach wird mal eine Umfrage unter den Teilnehmern gemacht, welche Farbe hatte das Halstuch der Dozentin. Da bekommt man einen völlig bunten Strauß von Vorschlägen. Ja, von, keine Ahnung, weiß, schwarz, pink, rosa, orange, ist alles dabei. Ja, weil die Leute einfach oftmals eben darauf einfach nicht geachtet haben. Kennen Sie den Begriff des Knallzeugen? Was ist denn ein Knallzeuge? Jemand schon mal gehört, was ein Knallzeuge ist, ja? Genau so ist es, ja. Der Zeuge hört den Unfall, jemand geht spazieren, dahinter ihm knallt, ja. Und dann dreht er sich um und dann sieht er irgendwie was Bestimmtes und im Gehirn wird das dann angereichert durch ein bestimmtes Unfallgeschehen, was so gar nicht stattgefunden haben muss, was sich jemand aber einfach irgendwie so dazu denkt. Ja, das ist der Knallzeuge. Also der Zeuge, dessen Wahrnehmung eigentlich erst zu einem Zeitpunkt einsetzt, der für die Beweiswürdigung gar nicht mehr relevant ist, nämlich als der Unfall schon beendet ist, als es geknallt hat. Aber der Zeuge guckt und denkt, ja klar, da ist das und das und das passiert. Und vielen, und das ist ganz natürlich und ganz menschlich, ist auch gar nicht klar, dass man sich das im Nachhinein zusammengewurscht und zusammengestrickt hat. Okay, also der Zeugenbeweis ist, sag ich mal, selbst wenn es die Leute wirklich sehr gut meinen, die Zeugen, ist der Zeugenbeweis unzuverlässig. Und damit haben wir natürlich noch gar nicht was behandelt. Ich habe gesagt, selbst wenn es die Leute wirklich super meinen, ist der Zeugenbeweis unzuverlässig. Aber was ist damit noch gar nicht eingepreist? Ja? Ja, natürlich, ja, dass im Gerichtssaal gelogen wird, dass sich die Balken biegen. Ja, das ist zwar natürlich nicht zulässig, das ist ja klar, das ist ja strafbar, wissen Sie, 153 StGB, die Leute machen das aber trotzdem.
Ja, ich hatte mal, das ist jetzt zwar beim Strafrecht, aber sowas könnte ja im Zivilrecht genauso stattfinden. Da war ich im Referendariat, war ich Sitzungsvertreter der Staatsanwaltschaft und da war einer angeklagt, der war in einen Wohnwagen eingebrochen und hatte da was geklaut. Seine Einlassung war, ich war da nie, ich weiß gar nicht, wo das liegt. Ja, also wo der gewesen ist, also der Wohnwagen, da war ich in meinem ganzen Leben noch nicht, ich weiß gar nicht, wo dieser Ort ist. Problem für ihn, er hatte sich verletzt beim Einbruch und seine DNA war festgestellt worden. Ja, also im Grunde ein völlig witzloser Fall eigentlich, ja. Und wenn der jetzt irgendwie anwaltliche Beratung gehabt hätte, hätte ein Anwalt natürlich immer sofort gesagt, pass mal auf, dann musst du natürlich gestehen, ja, tust du so, als wärst du total reuig, ja, machst du irgendwie ein bisschen einen auf Mitleid, erzählst irgendwie eine schlimme Geschichte und vielleicht kommst du dann da, sagen wir mal, mit einer geringen Strafe raus. Aber der hat tatsächlich einfach bestritten. Er hat gesagt, das, keine Ahnung, kann ich nicht gewesen sein. Und weil er gedacht hat, dass das nicht reicht, hat er noch seine Mutter hergeholt. Und die Mutter, die hat dann bezeugt oder sollte bezeugen, dass er den ganzen Tag auf einem Familienfest gewesen ist. Und natürlich, ist es, also als die Mutter da Platz nahm im Zeugenstand, war allen klar, die wird jetzt gleich lügen und alle werden wissen, dass sie lügen, ja, einschließlich ihr selbst. Ja. Und dann hat der Richter sie über die Wahrheitspflicht belehrt, hat gesagt, ja, sie müssen ja vor Gericht die Wahrheit sagen. Und dann sagt ihr allen Ernstes, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie gelogen. Und natürlich kam dann halt danach die Lüge, ja, das ist klar. Also von daher, also im Gerichtssaal wird gelogen, dass sich die Balken biegen. Das heißt also, der Zeugenbeweis ist ein unzuverlässiger Beweis. Was ich Ihnen vielleicht noch mitgeben wollte, als eine der letzten Sachen heute, wie ist das denn, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich habe als Zeugen meine Mutter oder meinen Bruder oder einen Freund von mir oder einen Mitarbeiter. Ist das so, dass das per se ein wertloses Beweismittel ist oder was sagt da die Rechtsprechung? Ja? Ja, mal sehen. Also auf jeden Fall bei dem Beispiel, was Sie meinen hatten, mit dem Bäcker, da war ja auch die Mutter. Ja, das ist richtig, genau. Grundsätzlich kann man schon wahrscheinlich Verwandte als Zeuge benennen. Sie sind nur bei der Freigeweihung, die dann das Gericht dann vorne wahrscheinlich weniger glaubwürdig. Ja, ganz genau. Also die Rechtsprechung ist da sogar vergleichsweise großzügig. Die Rechtsprechung sagt, natürlich ist klar, dass man das alles berücksichtigen muss, dass diese Leute natürlich klar mögliche Beweggründe haben, um da die Unwahrheit zu sagen. Aber trotzdem sagt die Rechtsprechung, es ist nicht so, dass Zeugen, die irgendwie bekannt sind mit dem Kläger oder verwandt sind mit dem Kläger, per se unglaubwürdig sind. So ist es nicht. Ja, die sind nicht per se glaubwürdig oder unglaubwürdig, sondern die können ganz normal als Zeugen vernommen werden. Alles andere ist eine Sache der feinen Beweiswürdigung. Ja, der Zeugenbeweis wird ganz normal angetreten durch die Benennung der Zeugen, ja, und durch die Benennung der Tatsachen, über die eine Vernehmung stattfinden soll. Wo Sie mal reingucken können, sind die 383 folgende. Da sind Zeugnisverweigerungsrechte genannt. Das kennen Sie wahrscheinlich auch aus der StPO. In der StPO hat das eine weitaus größere Relevanz, würde ich meinen. Das ist eigentlich, würde ich denken, alles, was Sie zum Zeugenbeweis wissen müssen. Na, also wie gesagt, wie er angetreten wird, ist klar. Dass er unzuverlässig ist, ist klar. Und Sie sollten wissen, dass Verwandte und Bekannte nicht per se unglaubwürdig sind. Vielleicht noch eine letzte terminologische Geschichte, damit Sie es einfach einmal gehört haben, weil das ganz, ganz viele Leute falsch machen. Was ist, ich mache es im allgemeinen Sprachgebrauch übrigens auch falsch, ich sage es im Alltag manchmal auch falsch, aber ich will es Ihnen trotzdem beibringen, wie es juristisch richtig ist. Was ist glaubwürdig und was ist glaubhaft? Was ist der Unterschied zwischen glaubwürdig und glaubhaft? Was ist glaubwürdig, was ist glaubhaft? Da sind viele Praktikerinnen und Praktiker sehr empfindlich. Was ist glaubwürdig, was ist glaubhaft? Glaubwürdig, ja bitte. Also ich würde sagen, also man kann ja die glaubhaft machen, also da muss man vielleicht, ist das eine geringere... Nein, also richtig, Glaubhaftmachung, den Begriff gibt es auch. Ja, in der Tat, in 29 Absatz 2, 936 gibt es die Glaubhaftmachung. Das ist ein geringeres Beweismaß, nämlich die überwiegende Wahrscheinlichkeit. Nee, glaubhaft versus glaubwürdig. Glaubwürdig ist eine Person, also ein Zeuge ist glaubwürdig oder unglaubwürdig. Und eine Geschichte, die ein Zeuge erzählt, ist glaubhaft oder nicht glaubhaft. Also was man im allgemeinen Sprachgebrauch oft macht, das mache ich wie gesagt auch, ich sage, diese Geschichte ist unglaubwürdig. Sage ich im allgemeinen Sprachgebrauch auch, ist aber streng genommen falsch. Ja, diese Einlassung ist nicht glaubhaft oder diese Geschichte ist nicht glaubhaft. Ja, eine Aussage ist nicht glaubhaft oder glaubhaft. Und eine Person kann glaubwürdig oder unglaubwürdig sein. Okay? Gut, damit würde ich sagen, können wir guten Gewissens für heute Schluss machen. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche sehen. Ist Kivo nächste Woche? Ja, ne? Also, ich freue mich, wenn wir uns sehen, ne? Bis nächste Woche.